So, Zakaria, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe dir gesagt, wir werden hier sehr besondere Gäste empfangen in unserem Podcast. Ja, hast du. Ich habe natürlich die Messlatte direkt hochgelegt. Ja. Du hast dich ein bisschen informiert. Du weißt, wer heute da ist. Ronald ist heute da. Ronald F. Springer. Genau. Ich habe gehört, sehr viele verschiedene Stories. Interessante Menschen kennengelernt im Leben, sehr viel Erfahrung gemacht und jemand, der auch so ein bisschen die, nicht unbedingt immer die Mainstream-Meinung in gewissen Aspekten hat. Von mit Bob Marley Fußball gespielt, Pelé kennengelernt, Investmentbanker, eigene Investmentbank besessen, seit 40 Jahren Solarenergie, jemand, der fast die ganze Welt bereist hat, erst mit Bitcoins, Solarfirma in Marokko, eigene, also eine Insel gepachtet hat für 99 Jahre. So viel und noch mehr werden wir in diesem Podcast diesen besonderen Herrn, wo wir uns sehr, sehr freuen, dass er die weite Reise auf sich genommen hat, um diesen Podcast einfach zu bereichern. Und da werden wir ein bisschen durch seine Geschichte gehen. Das ist das Buch dazu und das erwartet euch heute im Podcast. So, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Meine Damen und Herren. Wir haben ihn hier. Er hat die weite Einreise auf sich genommen, um seinen alten Freund zu besuchen. Und wir wollen natürlich diesen Podcast. Und neue Freunde zu gewinnen auch. Und neue Freunde auch zu gewinnen, natürlich. Wir kennen uns ja noch nicht. Wir haben gesagt, wir werden euch spannende Gäste, die man so nicht so einfach woanders sieht, in den Podcast bekommen. Faszinierende Lebensgeschichten. Und wir haben die Messlatte direkt sehr, sehr hochgelegt, weil ich glaube, danach wird sehr, sehr schwer, an dieses Niveau ranzukommen. Yes. Er ist hier, Ronald F. Springer. Es gibt wenig Menschen, die mich sehr faszinieren. Er fasziniert mich immer aufs Neueste. Und er hat ein Buch geschrieben. Ein Leben ist genug. One life is enough. Ja. Und das wollen wir heute, auf sein Leben eingehen, weil das sehr faszinierend ist. Und wir freuen uns und sind auch sehr, sehr dankbar, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Dass du die Reise auf dich genommen hast, uns zu besuchen und diesen Podcast mit dir zu bereichern. Danke erstmal. Vielen herzlichen Dank an euch zurück. Die erste Frage direkt vielleicht mal. Von wo bist du denn eingereist? Die meisten wissen das ja vielleicht nicht. Ich wohne ja in Casablanca und in Freiburg. Und jetzt komme ich aus Freiburg mit 250 Stundenkilometer Zug in ungefähr 3 Stunden. Alles gut. Wenn es keine Verspätungen gibt, ist es ideal. Ja. Also kannst mich jederzeit einladen. Was sehr selten leider ist mit der Deutschen Bahn. Ja gut, aber okay. Also es ging. Auf jeden Fall, die muss eins sagen, Deutsche Bahn hin oder her, ich kenne sie ja noch aus den alten Zeiten, da war das unglaublich schlecht. Ja. Die Leute sind unglaublich nett geworden. Also, der Service bei der Deutschen Bundesbahn, was die Mitarbeiter anbetrifft, muss man sagen, wenn das jetzt viele hören, exzellent. Sehr gut. Exzellent. Also früher, ich kann mich erinnern, ich bin einmal im Zug gefahren nach Bayern, zum Bayern München. Und dann sage ich zu dem Schaffner, weil ich keine Uhr hatte, sagen Sie, können Sie sagen, wie spät es ist? Dann schaut er mich an und sagte, das sehe ich aus wie eine Uhr. Das waren die Schaffner früher. Heute sagen die, es ist genau 13.32 Uhr, Zug kommt in 15 Minuten an. Kurz nochmal dich vorzustellen. Du bist, darf man sagen, wie alt du bist? Ja, 71, klar. Also 71. Jetzt im November 71. Ganze 71 Jahre. Ronald war, glaube ich, hat kein Land ausgelassen auf der Welt, wo er noch nicht bereist hat. Also es werden weh. Also kein wir Kontinent. Aber wir kommen noch darauf zu sprechen. Bleiben wir beim Kontinenten. Ich habe die Kontinente alle bereist. Genau. Großer Geschäftsmann, jemand, der die neuen Energien schon früh für sich gefunden, also Ökostrom oder wie man das heute nennt. Ja, erneuerbaren Energien. 40 Jahre. Vor 40 Jahren, genau. 43 Jahre, genau. Vor dem Trend. Im November wird es genau 43 Jahre. Da habe ich meine erste Solaranlage in Tonga. Mhm. Genau. Kleine Insel. Jemand, denn ich muss mich noch vorstellen, damit die Leute auch wissen, was die gleiche erwartet. Er sagt Fotoanlage in Tonga. In Tonga, genau. In Tonga. Jemand, der eine Privatinsel besitzt. Jemand, der gemietet hat. Für 100 Jahre 70, ungefähr. 199 Jahre, genau. Und jetzt sind noch ungefähr, in dem Fall kannst du sagen, 60 Jahre offen. Ja, es gibt ja viele Leute, die machen Welle mit so Privatjet und hier ein bisschen. Also der der ist die Welle. Das hab ich nie gemacht. Der ist die Welle. Genau. Also wir haben ja eine Sache, will ich mal sagen, gemeinsam.
Wir sind beide authentisch und ehrlich. Fakt. Und das ist, deswegen also verstehen wir uns auch. Ich glaube, das ist, was uns zusammenbringt. Ich glaube, was ist auch, ich glaube auch das Einzigartige an dieser ganzen Sache. Ich glaube auch, als wir uns kennengelernt haben, also ich erzähl mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Wir haben uns über einen Kontakt kennengelernt auf Zypern, der auf Zypern sitzt. Ne? Ich höre nur Inseln, genau. Leute. Also ich sitze hier mit genau. zwei. Ich wurde Inseln. Angerufen und da ist jemand, der früher Investmentbanker war, der einer mit der ersten an der Wall Street war und hat eine Investorengruppe aus New York. Saßen die in New York? Ja. Ich erzähle erstmal weiter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was du meinst. Nein, lass mir doch gleich, wirst du es direkt merken. Also, ja, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, Investoren aus New York und die suchen, die wollen gerne in Fußball investieren. Und genau. Und suchen Fußballvereine zu investieren. Genau. Da wurde ich angerufen, ob ich da weiterhelfen kann. Und dann haben wir Telefonkonferenzen geführt. So war es, ja. Wo ich mich praktisch jetzt dafür nicht beworben habe, aber dafür. Also gezeigt habe, dass ich da weiterhelfe. Ja, genau, wie vorgestellt. Und da waren noch zwei andere. Und ich glaube, am Ende, also nicht nur die Kompetenz und auch doch, dass du gesehen hast, okay, mit dem kriegen wir das hin, sondern auch, was du eben gesagt hast, dieses Authentische, das Ehrliche, hat am Ende dich dafür entscheiden lassen, okay, ich mache das mit Oma, anstatt, da war ja, glaube ich, noch ein Anwalt aus der Schweiz und noch jemand anders, der gerne dazwischen also, gefunkt. Es ist der ehemalige Chef von RTL, ja, genau. Der Chef war der Formel 1, der Formel 1 verkauft hat. Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber durch die habe ich mich durchgesetzt. Die hast du ausgepickt. Genau. Der sitzt in München und ist also so richtiger, sagen wir mal, ja. Also einer von diesen Leuten, die man kennt, sehr professionell, sehr, aber sagen wir mal, nicht vergleichbar mit Oma. Ich will es jetzt mal gelinde aussagen. Okay. Genau, und am Ende, so habe ich Ronald kennengelernt, haben wir dann das Projekt zusammen gestartet, auch sehr gut umgesetzt. Die Investorengruppe waren auch alle sehr, sehr, haben auch direkt die NDA unterschrieben, die Verschwiegenheitserklärung. Wir sind in die Verhandlungen reingegangen, das war der Verein Sunderland. Ja, bis die aus New York ein bisschen zu sehr, lange gewartet haben, ne, zu viel Zeit. Und dann kam hier der Sohn von Adidas und hat uns den Verein vor die Nase weggeschnappt. Ja, ich würde sagen, das ist interessant, vielleicht auch für die Zuhörer mal ein bisschen die Hintergründe zu sehen. Sehr gerne. Ne, ich wollte nur erst mal sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist so eine außergewöhnliche Geschichte. Also Fußball, Leute, ist connecting people, habe ich immer wieder gemerkt, seitdem ich Omar kenne. Fußball ist irgendwie, hat so eine große, das hat eine große Macht, ne, einen großen Einfluss. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird sogar noch mehr mit saudischem Geld jetzt. Also ich will euch mal eine Geschichte erzählen zu Fußball. Die ist wirklich gut, die fällt mir gerade jetzt ein. Gerne. Das ist ja auch in dem Fall. Also wir müssen zurück auf diese Inside-Informationen zu dem Ding. Zu dem Deal, das war weil die Amerikaner, faszinierendes Ding. Ich will dazu nur sagen, also das, was dabei ist, ist interessant, weil es normalerweise keiner weiß. Also wie solche Deals ablaufen. Genau, das läuft alles nicht. Was du damals hattest, gib uns die Einblicke. War ja etwas, was, also Oma hatte, ich sage mal, something special, also etwas, hat er etwas herausgefunden, wie man in einer bestimmten Form über den Kauf eines Vereines, das ging allerdings nur in England mit einem englischen Verein wegen dieser 50+1 Regelung, wie man relativ sicher Geld verdienen kann. Und das konnten selbst diese hartgesottenen New Yorker Investmentbanker nicht, noch nicht. Okay. Problem ist, dass wir ehrlich waren und die nicht. Okay. Weil die nämlich nie ehrlich sind. Die können die gar nicht. Ich werde sowieso später noch. Unmöglich, also für New Yorker Investmentbanker ehrlich zu sein, verstehst du, das geht überhaupt gar nicht. Ja? Ja. Das ist wie wenn du einen Affen in die Bananen wegnimmst. Ja, das geht nicht. Also insofern, aber ich wollte dir die andere Geschichte erzählen. Eine der besten Geschichten überhaupt. Hau raus. Ich fange gleich mal an. Klar. Also ich direkt bin, rein, es war 1976, zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft in Argentinien. Okay. Und ich bin also durch ein Jahr lang durch ganz Südamerika gereist, also ganze Karibik, dann den ganzen Panamerikaner, dann in dem Fall den ganzen Amazonas durch. Und dann kam ich irgendwann durch Zufall in Karneval an, in Bahia, was ja damals... Bahia de Salvador. Und ich meine, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe 7 Tage nicht geschlafen. Ich wusste dann nicht mehr, wo mein Hotel war. Mhm. Glücklicherweise hatte ich meine Kamera dabei und hat ein Bild gemacht von dem Hotel. Da habe ich den Film damals entwickeln lassen. Dann kann ich sehen, wo ich, welches Hotel ich war. Du bist ja so war total die Stadt weg. Damals schon so bunt? Ja, das ist einfach spektakulär. Ja. Und vor allem im Karneval halt. Na gut, auf jeden Fall bin ich danach über Busios ein bisschen gereist, kam dann nach Rio. Komme in Rio an, gehe aus, gehe in eine Bar und dann habe ich mir gedacht, ich bleibe in Rio. Das ist einfach so toll hier, ich bleibe hier.
Dann habe ich da einen Tag lang oder zwei, habe ich an der Eisenbahnschiene, die sie auf den Jesus Christ gebaut haben, gearbeitet. Ja, war da noch nicht gebaut, ne? War aber sowas von heiß. Und im Übrigen, das Titelbild, das du hier siehst, ist genau von da. Ah, okay. Ich stehe also echt da und überlege mir, was soll der Quatsch? Ja? Ich habe noch genug Kohle, wie soll ich hier arbeiten? Und ich dachte, wenn ich jetzt länger in Rio bleibe, muss ich auch irgendwie arbeiten. Aber es war zu hart. Dann, nee, also so viel arbeite ich dann doch nicht. Ja. Bei der Hitze, 90% Luft. Okay, wir sind aber noch bei der Fußballgeschichte. Ja, ja. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, wir spielen dann Strand. Ich kann auch ganz gut Fußball, aber die spielen ja nur den Ball immer in der Luft. Und ja, so. Futschvolley, das nennt man Futschvolley. Ja. Ja, die haben mich da fertig gemacht, auf jeden Fall. Sagen die Auge, aber jetzt, heute Abend, kommt das Mörderspiel zwischen Flamengo und Botafogo im Maracanã-Stadion. Der Maracanã-Stadt, 200.000 Leute, da muss ich hin. Später ist Deutschland noch Weltmeister da geworden. Da gibt es keine Karten, ja. Ja, damals waren es 200.000, jetzt sind es nur 100.000. Ja, ja, die haben es runtergesetzt. Das war früher 200.000, Stehplätze. Alle nur Stehplätze. Nee. Und im Übrigen, wenn ich Stadien machen würde, würde auch nur Stehplätze machen. Nur für die Hardcore. Diese Sitzen ist alles scheiße. Egal. Auf jeden Fall ist keine Chance, da hinzukommen. Keine Chance, da ein Ticket zu kriegen. Okay, also egal, ich laufe da einfach hin. Mit 100.000 anderen. Und Samba auf über die ganze Straße, ist ja alles okay und Juices und so weiter. Komm da hin, denke ich, kommst du nie rein. Ja. Ins Stadion. In die Stadion, keine Chance. Dann sehe ich so ein Kamerateam, ja. Das war auch noch ein deutsches Kamerateam vom ZDF oder was weiß ich. Ich gehe da hin mit denen gelabert, bin ich immer die erste Kette durchgekommen. Ja. Dann habe ich mich da wirklich weiter, dann kam ich durch die zweite Kette durch. Und auf der dritten Kette war eine Bank und da lagen überall solche Binden. Habe ich mir einfach eine Binde genommen und habe die angemacht, nicht wissen, dass es die höchste Binde war. Das war die Generalsbinde. Also ich die Binde an. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen, du musst es sehen, ich hatte so langes Haar. Ich habe in dem Fall nur so ein Armeetrend von Che Guevara. Ja. Und in der Zeit war in ganz Südamerika Militärdiktatur. Ja. Also du konntest nur, also in Chile, Argentinien, brutal. Im Übrigen in dem... War da schon der, wie heißt denn... oder wie der hieß der in Pinochet. Pinochet, ja genau. Das war Chile. Chile, ja. Aber pass auf, du musst dir vorstellen, du kannst es dir gar nicht vorstellen, damals haben sie dich einfach umgebracht und haben dich in Straßenkram geschmissen und haben einfach gesagt, du bist ein Tupamaro, verstehst du, wenn du so aus wie ich. Ja. Und ich war so hart drauf, dass ich mir eine Che Guevara-Abzeichen auf meine Jacke gemacht habe und gesagt, euch Leute, wir drehen den Spieß komplett um. Ja? Ja. Also, du darfst schon mal gar nichts, die harte Abteilung. Wir sind ja schließlich Deutsche, da kann ja jeder kommen. Ja? Also ich war so verblendet in meiner... Auf jeden Fall... Also Ronald sah früher aus wie Tarzan. Ja, ja, ja. Das immer noch auf dem Bild. Nachsehen, ja? Das sah einfach aus wie Tarzan. Genau, das habe ich auch nie gedacht, warum mich Hollywood nie entdeckt hat als Tarzan. Ich wäre der beste Tarzan gewesen. Ja, die haben keine Ahnung. Na ja, egal. Du hast keinen Manager. Hättest du mich früher kennengelernt. Das stimmt. Ja. Der Oma. Der hat direkt vermittelt, hätte dir die beste Rolle in Hollywood. Er ist ja zu jung. Er ist ja zu jung. Ja. Aber egal, auf jeden Fall, also ich komme, ich laufe in das Stadion, laufe da unter die Katakomben, komme da raus. Wie Che Guevara, verstehst du, bedröhnt, 200.000 Leute. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Alles am Trommeln und Farben und so weiter. Und ich laufe da rum, weißt du, ich mit jetzt grünen, mit meinem grünen Anzug mit so einer Jacke, die Bilder sind ja alle da, kannst du ja sehen. Lauf da rum und die trommeln und machen und die Gewalt. Da habe ich immer nur gewunken und die haben alle zurückgetrommelt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt brauchen eine Zigarette und bin in die Mitte von dem Fußballstadion gegangen. Ja. In der Mitte von 200.000 und habe mir eine Zigarette gedreht. Jetzt musst du sehen, 1976, wie einer sich eine Zigarette gedreht hat, da hat es nichts mit Tabak zu tun gehabt. Ja. Das heißt, 200.000 Brasilianer sehen einen Typ, der aussieht wie Che Guevara, während der Militärdiktatur, und der dreht sich eine Zigarette. Und wenn das nicht schlimm genug ist, jetzt kommen drei Polizisten, Militär, mit Helmen, kommen da an. Zu dir. Und zu mir, also ich da sitze da, die kommen an und sagen, ich soll also, Portugiesisch habe ich gar nicht verstanden, aber egal, war ja klar, ich soll gehen. Habe ich gesagt, seht ihr die Binde hier? Ja. Abmarsch, zurück ins Lager. Dann war die Hölle los. Als die umgedreht haben, das war natürlich in der Zeit... Das ganze Stadion hat das noch gesehen. Das ganze Stadion hat es gesehen, das war natürlich der Wahnsinn. Die haben getrommelt und ausgeflippt, also Theater ohne Ende. Da bin ich da, verstehst du, so, ne? Wie Cassius Clay bin ich da abgetankt und habe mich dann unten mit den ganzen Reportern hingesetzt. Das Spiel war fürchterlich schlecht und der eine Reporter, der sprach, da haben sie noch dreimal so größere Mikrofone gehabt aus Silber, solche Riesenteile,
Der fragte mich, wer ich bin und was ich will. Ich muss dir irgendeine Story erzählen. Ich habe das dir ja schon im Restaurant erzählt. Ich habe früher nur Stories erzählt. Also die waren noch nie wahr. Es waren einfach nur Stories. Ja. Das habe ich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gemacht. Nicht mehr gemacht. Ja. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Auf jeden Fall, ich erzähle Ihnen also die Geschichte, dass ich also mein Vater, Axel Springer, und was alles nicht stimmt, und der hat mich ja nach Südamerika geschickt wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien, muss man wissen. Nichts hassen die Brasilianer mehr wie die Argentinier. Ja. Da sind wir uns einig. Aber ich kann die Argentinier auch überhaupt gar nicht ausstehen. Also das sind die letzten Heule mit dem Fußball. Also noch schlimmer wie die Italiener. Und ich sage das deswegen, weil ich habe also meine Zeit lang... Du machst uns viele Feinde hier auf dem Podcast. Ja, aber ist egal. Die Argentiner wissen das genauso. Die Brasilianer lieben uns dafür. Ja. Aber ich habe im Central Park mal eine Zeit lang jede Woche mindestens 5, 6 Spiele gespielt. Und die waren immer Brasilianer, alle möglichen Leute gegen die Argentinier. Deswegen weiß ich genau, was ich meine, wenn ich sage, vergiss die Argentinier. Okay, gut. Okay, wir müssen zurück zur Geschichte. Weil sonst, du hast ein spannendes Leben. Ja, sehr, sehr, also ein bisschen Chronolog. Also die Geschichte zu Ende bringe ich ganz, ich rede schon extrem schnell. Ich muss das zu Ende bringen. Ja. Also auf jeden Fall, der Typ sagt zu mir, also wer bist du? Ich sage Argentinien und so weiter. Okay, nach dem Spiel will ich mich verdrücken, gehe da unter den Katakomben rum, dann ruft er mich, sagt, hey German, komm mal her hier. Ne? Und ich wusste aber nicht, dass ich im lokalen TV bin. Und der fragt mich, deswegen erzähle ich eigentlich die ganze Geschichte, nicht des anderen Storys, sondern der Geschichte deswegen jetzt. Okay, aufpassen. Sagt er mir jetzt, der Wahrheit wegen, sagt er, wie ist denn das Spiel und so weiter, wie findest du das? Und ich, Idiot, sage zu dem, hör mal zu, wenn ihr so spielt, braucht ihr gar nicht nach Argentinien kommen. Du, ich komme zurück zu meinem Haus, alle meine Klamotten lagen auf der Straße, ich habe danach eine Papiermütze, eine Papierding über den Kopf gezogen und bin nach São Paulo und dann nach Corumbá und den ganzen Mato Grosso, weil Rio hatte mich gesehen und das ist also, das geht gar nicht. Du kannst aber sagen, es war nicht besonders und so weiter, diplomatisch, okay. War das irgendwo in der Zeitung oder so, später? Nein, das war damals irgendwie lokales TV, hat aber jeder gesehen. Ja. Dieser der ZDF. Der schlimmer. Da gab es ja nur ein Programm. Also das nun, zu der Story. Ja. Storys erzählen, kann ganz, ganz, ganz böse zu Fußball. Du müsst aber chronologisch vorgehen. Du bist ja schon sehr, sehr... Ich habe die Zeremonienmeister in dir. Ja? Insofern... Genau, es ging einfach nur darum, also erstmal, wie wir uns kennengelernt haben, das kennt Zekeri auch noch nicht. Nein. Genau, das muss ich noch ganz kurz zu Ende bringen. Die Leute, die mich kontaktiert haben, ist eine ganz wilde Abteilung. Und zwar sind das Anwälte, die ich über verschiedenste Gruppen und so weiter kenne. Ein Anwälte machen in Amerika ja das Geschäft. Richtig. Okay. Und da gab es damals eine Anlagemöglichkeit, die hieß SPACs. SPACs war eine neue Mantel. Form, also die kommen ja, Wall Street kommt ja immer mit neuen Stories ab. Ja? Ja, die wollen ja einfach nur den Zeitraum verringern mit also einem Mantel. SPAC ist eine legale Form, die es jetzt nicht mehr gibt. Aber haben die weg? Ist wieder weg? Ja, ist wieder weg. Und zwar, wo du, wenn du sagst, also der Anwalt sagt zu dem Investor, du gibst mir jetzt Geld, ich tue das in einen SPAC legen, aber ich sage dir nicht, weil ich es gar nicht weiß, worin wir das Geld investieren. Wenn wir etwas finden, was uns zusagt und du akzeptierst es, dann nehmen wir dein Geld. Dann dürfen wir es nehmen zum Investment. Ohne dass ich weiß, worin du es investierst. Wenn du es reinlegst, darfst du es nicht wissen. Da gibt es doch nichts. Aber man muss auch, okay. Aber ist wie so ein blinder Pool. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass sonst eine Firma an die Börse zu bringen, sehr kompliziert ist in Amerika. Und kostet irre Geld. Kostet sehr viel Geld. Du hast die, wie heißt die Behörde, direkt am Hals? SEC. SEC hast du direkt am Hals und deswegen hat man diesen SPACs-Deckmantel um. Ein schneller Weg. Genau, und deswegen war es ja auch interessant für Investoren. Genau. Und man musste also nicht sagen, was man damit tut. Man durfte es auch nicht sagen, was man damit tut. Man hat also ein Geschäft in dem Fall gesucht. Wenn man es gefunden hat, hat man es den Anleger gesagt. Und wenn der Anleger gesagt hat, finde ich toll, dann hat er gesagt, ja. Wenn er gesagt hat, nein, dann musste man ihm Zinsen zahlen. Und deswegen sind die ganzen SPACs aufgeflogen, weil die Zinsen der Anleger,
Ja, gesagt, ich meine 4 oder 5%, egal. Und wenn ich sage nein, kriege ich die trotzdem. Richtig. Und die Anwälte mussten permanent irgendeinen Deal finden, der irgendwie gut war. Und da, so kamen wir zusammen. Weil die Fußballdeals, nämlich das, was der Oma hatte, das war mal was ganz Neues. Das kannte noch keiner. Weil normalerweise jeder Deal, weißt du, Mineralwasser oder was der Geier was, kennt man alles schon. Ja. Das kannte noch keiner. Also in Fußballverein zu investieren. Also wenn wir jetzt das Thema komplett zu Ende bringen wollen, ja, dann muss man ja auch dazu sagen, dass ja die Hauptidee von den Leuten aus New York war, in einem deutschen Fußballverein zu investieren. Die wollten erstmal einen deutschen Verein kaufen. Naja, das war der zweite. Die Leute, die den Spec gemacht haben, waren eine Anwaltskanzlei, die hatten 50 solche Specs, jeder mit mindestens 50 Millionen. Die brauchten 50 Deals, a 50 Millionen oder mehr. Also die hatten richtig Problem, Deals zu finden. Und der mir das gesagt hat, das war jemand, den ich seit 40 Jahren kenne, das war mal mein Partner, und der sagte in dem Verwunder, hast du irgendwas, weil die sind nicht ringend nach irgendwelchen guten Deals, hast du irgendwas? Ich sage, du, ich kann mal rumhören, was es, ich wüsste nicht, was es sein könnte. Und dann kam ich über unseren Freund in Zypern, der sagte, wie wäre es denn, wenn du mit Oma sprichst, der hat vielleicht was mit Fußball. Und dann hast du ja diese Idee gebracht, mit Sutherland und mit dem von der zweiten in die erste Linie. Genau, also so ich habe das, also so Roman, warst du schon eigentlich der Vorreiter vor diesen ganzen Superstars wie dieser Reynolds und so weiter, was die ja gemacht haben? Die haben ja auch jetzt, das ist ja so eine neue Mode bekommen. Die kaufen jetzt auch alle Vereine. Nein, das geht schon länger mit den ganzen Vereinen. Also wenn du einen Fußballverein kaufst, das ist nur Geld verbrennen. Fakt. Ja. Das ist nur Geld verbrennen. So. Und die brauchen halt schnell eine hohe Marge, eine hohe Rendite, und die wollten es schnell drehen, damit die noch mehr Geld einsammeln können. Ja. Dann habe ich für die ein Geld Geschäft. Geld schnell rein, Geld schnell raus. Es muss erstmal danach aussehen. Ob es danach passiert, ist erstmal egal. Aber es muss erstmal so aussehen, dass die Leute sagen, oh, da bin ich dabei, weil Gier frisst Hirn. Genau. Und dann sind alle dabei. Absolut, so ist genau. es. Genau. Und die New Yorker, die so, und dann habe ich nur Gier. Andere Stufe nur von Gier, kein Hirn. Genau. Oder viel Hirn. Viel Hirn, aber noch mehr Gier. Und dann habe ich für die ein Geschäftsmodell, also nachdem wir gesprochen haben, habe ich gesagt, okay, hört sich gut an, habe ich ein Geschäftsmodell entwickelt. Ja. Und habe es denen vorgeschlagen. Er war direkt überzeugt, hat gesagt, machen wir. Dann der Partner in New York war überzeugt. Und dann hatten wir ein großes Meeting mit der Investoren, also mit diesen Anwälten. Naja, wir hatten noch in dem Fall einen Münchner, in dem Fall, der ja auch, im Übrigen macht er jetzt etwas, sage ich jetzt mal. Das ist nicht weit weg von dem, was wir hier tun. Der hat also jetzt eine sehr große Plattform, eine Videosportplattform gemacht. Also mit ähnlich viel Geld, wie er damals auch investieren wollte, hat er in dem Fall jetzt eine Sportplattform. Ich weiß nicht, beim nächsten Mal, da sage ich dir mal den Namen. Aber genau, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir Vereine gesucht und ich bin dann auf einige Vereine gestoßen, habe dann auch mit Sunderland telefoniert. Darf ich fragen, wie du auf Sunderland gekommen bist? So? Ja, es muss ein Verein in England sein. Es muss ein Verein, der Reichweite hat, also der Strahlkraft hat. Der bekannt ist, ne? Der bekannt ist. Sunderland ist bekannt. Traditionsverein. Ja, und ich verfolge ja Fußball. Ich meine, ich glaube bis zur 5. Liga fast alle Vereine weltweit. Und also in den Hauptligen, ne? Ja, und ich wusste halt, das ist so ein schlafender Riese. Den kann man mit, also es gab ja mehrere Bereiche, in denen ich interessiert war. Ich war ja nicht nur interessiert, den Verein zu verkaufen, sondern auch dann das Konzept für den Verein zu schreiben und auch umzusetzen, um dann den Verein erfolgreich zu machen. Also du wolltest Mitspieler einkaufen, mit Trainer, welchen Manager entscheiden wir uns. Und man hatte das ganze Paket. Also das ganze Paket, also ganze Dings. Das hatten die Amerikaner, die New Yorker. Spielertransfers, weil Third Ownership gibt es nicht mehr. Also du kannst keine Beteiligung mehr an Spieler haben als Berater. Und ich war zu der Zeit noch Berater. Und habe gesagt, okay, über den Weg habe ich wieder Anteile am Spieler, weil ich bin jetzt der Verein. Ja. Und ich weiß ja, wo ich Spieler herbekomme, die vermeintlich im Markt nicht so viel wert sind. Ja. Wir holen die rein, manchmal auch ablösefrei, weil Bayern München kann zum Beispiel, die bilden gute Spieler, in der Bundesliga können mit dem nichts anfahren. Ja. Wir holen den in die dritte Liga nach England, kriegen den umsonst von Bayern, weil der ist von der Payroll und verkaufen den offiziell. Also es gibt verschiedene Businessmodelle, die ich dann präsentiert habe. Da waren von alle überzeugt. Wir haben ein bisschen in die Verhandlung gegangen mit Sunderland. Die New Yorker, haben sich ein bisschen, glaube auch noch mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, und dann kam halt der Sohn von Adidas. Und hat dann den Verein gekauft. Ja, ist jetzt Sunderland in der Hand von Adidas? Ja, der Sohn von Adidas, der gestorben ist. Ach so, okay. Ex-CEO von Adidas, also nicht von Adidasler, sondern derjenige, der auch, glaube ich, Hoeneß die 10 Millionen gegeben hat, wo keiner weiß, wo die herkommen, wo die hingegangen ist, wer die gegeben hat. Ja, ich weiß, wo sie sind, aber sehr geil. Aber
Ja, genau. Also die Sache ist einfach die, damit ist es auch gut abgeschlossen. Du hast es also wirklich eloquent, haben wir das, glaube ich, abgearbeitet. Vielleicht können wir noch eins sagen. Ein normaler Börsengang in New York von 100 Millionen heute wäre sehr, sehr klein. Also wird kaum einer anfassen. Also unter den Milliarden. Aber ganz kurz, nur zu Wall Street und Börse. Ja, das wollte ich auch fragen. Das machen wir gleich. Okay. Das machen wir gleich. Es ging jetzt nur darum, weil es sehr, sehr spannend ist. Ich denke auch sehr, sehr interessant für die Menschen da draußen. Einblicke zu bekommen. Einblicke, weil auch deine ganze Lebenserfahrung. Und ich meine, wir kennen uns jetzt. Das Buch ist da. Man muss so sagen, die ganzen Stories, die wir hier gleich erzählen und auch die sind alle da drin. Einblicke, die sind erstens alle da drin. Und da könnte ja der eine oder andere meinen, das kann ja auch irgendwo an den Haaren gezogen sein. Aber es gibt immer einen QR-Code da, den kann man scannen und dann gibt es gleichzeitig direkt Videos in deinem YouTube-Channel, den werden wir auch alles einblenden, wo man dann die Sachen auf Video und Bild auch tatsächlich sieht. Ja, also ich bin jetzt dabei, ich hatte es dir gerade erklärt. Ja. Also ich habe ja erstmal das Ganze, das Buch ist ja nur entstehen, eigentlich, vielleicht darf ich das kurz erklären, weil das ist schon wichtig. Ich habe das Buch nur geschrieben, weil es war Corona. Meine Frau war in dem Fall gerade eben diagnostiziert worden und mit deswegen wollte Krebs, ich drauf eingehen, normalerweise nicht, gar nicht, gar nicht zu kurieren gewesen wäre. Da wäre die eigentlich tot gewesen. Also die Chance war 3-5% maximal, dass sie überlebt. Aber ihr geht's gut, du hast ja gerade heute mit ihr gesprochen, also alles wunderbar. Aber der damalige Zeit war die Kombination zwischen ihr am Sterben und Corona, war nicht der Horror hoch 10. Und ich konnte nicht mehr reisen, ich konnte nichts tun, die Frau im Krankenhaus am Sterben, also Wahnsinn, ja. Und dann, um mich zu beschäftigen, um nicht wahnsinnig zu werden, dann ich schreibe jetzt einfach meine Memoiren, weil A, du siehst mal, wie schnell du tot sein kannst und B, wenn ich jetzt tot bin, dann all die Geschichten sind kaputt, gibt's nicht mehr. Und ich dachte mir, das ist eigentlich wichtig, schon auch für meine vielleicht, Kinder, vielleicht Enkel. Irgendwann mal Enkel, mal einen authentischen, anderen Blickwinkel zu bekommen aus einer Zeit, aus der es relativ wenig Material gibt. Also genau, und Wall Street in der Beginner, heute Wall Street glaubt jeder was zu wissen, aber die 80er Jahre, 70er Jahre, es weiß überhaupt niemand mehr, dass New York 1979 total bankrott war. Mehr wie Griechenland. Guck mal, und genau deswegen habe ich diesen Herrn hier hingeholt, damit wir von ihm profitieren und das auch auf Video haben, weil wenn es dich nicht mehr gibt, wird es immer noch diesen Podcast geben, auch für die Menschen, die vielleicht ein bisschen sich mit dem Lesen schwer tun. Also, wie er ja jetzt mitstellen kann. Dann bitte in YouTube seine Videos gucken oder halt einfach den Podcast. Ja. Da habe ich eine Frage an dich. Also ich will nur mal kurz zu Ende bringen. Also dann habe ich das Buch geschrieben, erst in Englisch, dann in Deutsch, dann hin und her. Dann habe ich das Audio-Ding gemacht und jetzt bin ich dabei. Ich habe jetzt drei Viertel geschafft schon. Wenn man jetzt auf YouTube-Channel geht, kann man auch in dem Fall das Buch, also die Audioversion, visuell als Dokumentation sehen. Das war sehr schwierig, aber es ist, glaube ich, gut geworden. Ne, ist gut geworden, also ich habe es schon gesehen. Echt, kann man empfehlen, weil man kriegt jetzt einen Einblick aus dieser Zeit, aus dem man relativ wenig diese Art von Leben bekommt. Ja. Alle Informationen in den Shownotes, ne? Sagt man doch immer. Also ich will sagen, nee, ohne jetzt ohne arrogant oder sein, wirklich, ich bin schon stolz auf mich selber, dass ich es geschafft habe. 3 Jahre ist schon eine lange Zeit. Also auf nicht so viel in meinem auf Leben so lange, auf jeden so Fall. Deswegen erstmal für alle, wir schreiben das auch nochmal in den Shownotes. Einmal das Buch könnt ihr bestellen. Ihr könnt auf den YouTube-Channel diese faszinierende Persönlichkeit auch da nochmal richtig kennenlernen. Wir sind immer noch da, wo wir angefangen haben, also beim Kennenlernen. Ne? Du hattest eine Frage. Genau. Und zwar, Ronald, würdest du jetzt empfehlen, den Menschen ihr Leben niederzuschreiben? Oder was macht das aus mit einem, wenn man sein Leben niederschreibt? Ja, also ich weiß nicht, kann ich überhaupt irgendetwas irgendjemandem empfehlen kann, das muss jeder für sich selber wissen, aber ich sage mal, für mich war es sehr, sehr interessant. Also ich würde es immer wieder machen, weil es ist schon mal interessant herauszufinden, wenn man so alt ist wie ich jetzt, und dass man sich überhaupt noch an so viele Dinge erinnern kann. Also das, allein die Priorität, was ist sich erinnernswert? Das ist schon mal eine Sache. Also das heißt, Prioritäten ist schon mal wichtig, sich auch immer wieder in den Vordergrund zu bringen. Was ist in meinem Leben oder was war in meinem Leben wichtig? Oder dann kommt euch die negative Seite, was war total unwichtig? Ja? Also was ich zum Beispiel, also wenn ich das Buch jetzt mal zitiere, ich habe ja so 280 Geschichten sind da drin. Und davon sind in dem Fall, wenn du es aufs Geschäft sehen würdest, sind 90% Failure. Also 90% sind
Geld verloren, hat nicht funktioniert, Betrug, Beschiss. Das ist das, was ich immer sage. Alles Mögliche. Man macht 100 Sachen, 98 funktionieren nicht davon, aber das will keiner sehen. Ja. Genau, aber ich will nur sagen, das ist die Realität. Ja, ist Fakt. Also wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, okay, ich möchte irgendwas anlegen, irgendwo, mach es nicht. Wenn man irgendwas machen will, dann investiere nicht selber. Ja? Also was immer das ist, was immer dich glücklich macht, mach es. Ja? Weil wenn man investiert, dann muss man einfach was kaufen und weglegen. Und heutzutage was zu kaufen und 20 Jahre wegzulegen, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr da ist, ist wahrscheinlich 98%. Also dann kann man es auch gleich aus dem Fenster schmeißen oder gleich in dem Fall benutzen. Also diese Anlagestrategie ist sehr, sehr schwierig. Aber für sich selber in den Vordergrund zu bringen, was war wichtig, was habe ich falsch gemacht, wo hätte ich Dinge anders machen, ohne jetzt in dem Fall, ich bin überhaupt kein, also ich habe so viel in meinem Leben nicht gemacht, was ich hätte machen sollen. Mhm. So viele Dinge, die es vorher nicht gab. Also zum Beispiel der Algorithmus, weswegen ist alles, was wir hier sehen, ist ja alles, Internet und so weiter, wäre ja alles ohne Algorithmen überhaupt nicht möglich. Der Typ, der Algorithmen gemacht hat, 1982, war ein Typ, der für eine Firma Compression Labs gearbeitet hat. Ja. Compression Labs war von drei wirklich sehr, sehr reichen Leuten gemanagt worden, weil die schon wussten, ohne das geht gar nichts, aber die haben es ganz anders benutzt. Das waren eigentlich militärische Geschichten und so weiter. Egal. Auf jeden Fall Compression Labs wollte nicht in dem Fall mehr eine Konkurrenz haben. Mhm. Und der Typ, dessen Vertrag lief aus, der war ein ganz normaler Angestellter, aber der hatte damals die 100-fache Geschwindigkeit. Es gab damals ja Faxmaschinen, die langsam waren und schwarz-weiß. Und der hat mich davon überzeugt, indem er mir in einem Zimmer eine Faxmaschine und in ein anderes Zimmer eine andere Faxmaschine und hat ein Farbbild durchgeschickt. Und das war der Hammer hoch 10. Damals. Da, so. Natürlich konnte ich das, ich habe dann zwar investiert, habe das an die Börse gebracht, alles Mögliche, aber das haben sie mir gleich sofort weggenommen. Guck mal, wie wir hier haben, Leute. Ja, aber du kannst mit solchen Sachen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die übernehmen dich und du darfst dann in dem Fall irgendwo für die arbeiten oder du bist tot. Also es gibt keine zwei anderen Sachen. Du überlebst das nicht. Ja? So, wir müssen... Das wurde dazu viel zu erzählen. Ja, das ist 18 Teile müssen wir, glaube ich, hier draus machen. Aber ich habe euch gesagt, wir versuchen die Besten hier hinzuholen. Ja. Und das ist einer aus meinem Netzwerk, der mich sehr fasziniert. Ich komme gerne öfter. Also sehr gerne. Also... Wirklich, Kurzfassung, weil die spannenden und interessanten Sachen für die Leute, darauf kommen wir ja noch. Ja. Geboren in Deutschland. In Deutschland, in Bayern, ja. In Bayern. Dann, aber halte das bitte nicht gegen mich. Nein, das ist schon... Hat mit Bayern nichts zu tun. Ganz normal aufgewachsen, Sohn, wie viele Geschwister? Keine Geschwister, einzelnes Kind. Einzelkind. Nur Stress, also ich war ein ganz nettes Kind bis ungefähr 16, bis man mich kaputt gemacht hat, weil das bayerische oder jedes deutsche Schulsystem... Macht jeden kaputt. Okay, darauf kommen wir ja gleich. Auf jeden Fall, Kindergarten, Grundschule. Und dann nichts wie weg. Berufsausbildung, Bundeswehr. Also ich habe, nein, um Gottes Willen, also das war ja unmöglicher. Mich haben sie mal einmal aus Böswilligkeit eingezogen für 14 Tage. So, musste ich dann Krankenschwestern Hostage nehmen, um in dem Fall überhaupt wieder freizukommen. Aber eine andere Geschichte. Witzigerweise ist es einfach so, dass ich also mit... Meine Mutter ist gestorben, da war ich 20, dann bin ich weg. Meine Mutter war so der letzte Anker irgendwo. Mein Vater war sowieso in Bohemien, ja. Wo war der? Bohemien. Weißt du, weißt du, für was Bohemien steht? Bohemien? Du hast immer gehört, der Bohemien. Der ist natürlich der Sänger von... Auf unserer Sprache. Der Sänger, wie heißt nochmal der Sänger? Auf unserer Sprache heißt Herr Boheri. Heißt Bohem. La Bohem. In Deutsch... La Boheri. In Deutsch Böhmen, ja. Aber im englischen Sprachgebrauch wurde... Ja. Bohemian, also wenn man das als solches in Englisch ausspricht, the Bohemian, dann ist das Synonym jemand, der Leben und Lebensqualität und Lebensfreude mit sich bringt. Okay, also wenn jemand sagt in Amerika, you are a Bohemian, das heißt, du bist so ein, ist ein Lob. Der also, war auf Jück, also. Mein Vater ist ein gebürtiger Böhme. Im Übrigen, ganz möchte ich noch einmal für alle Leute mal so kurz sagen, da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Da in also, der Mitte. In die Mitte sprechen. Wenn man diesen Quatsch sich andauernd anhört, ja, von wegen hier, also jetzt die Merkel, wir schaffen das, 1,5 Millionen, irgendwelche armen Säcke kommen da an.
als in jedem Fall 1946, ja, ja, als die Tschechen in Böhmen einmarschiert sind, haben sie allen Böhmen, das waren 2,4 Millionen, 24 Stunden gegeben, abzuhauen. Nach Deutschland. Egal wohin. Ja. Weg. Ansonsten bringen sie sie um. Und dann sind 2,5 Millionen über die Grenze in 24 Stunden und sind nach Bayern gegangen. Und Bayern hatte nichts zum Essen. Und es war arm und der Krieg und was weiß ich. Und das, die haben das auch geschafft. Also, wenn ich jetzt an diese Zahlen hört, 1,5 Millionen, riesig, gar nichts. Null. Ja. Überhaupt kein Problem, gar kein Problem. Die Probleme liegen ganz woanders. Aber ich will das nochmal erwähnen. Also das, ja, heißt, die Bohemen kamen. Okay. Und ich bin eigentlich aufgewachsen, um das in deiner Frage zu beantworten. Ich bin eigentlich in solchen Concentration Camp, nicht Concentration Camp, wie nennt sich das, in einem Camp aufgewachsen, weil es gab keine Wohnungen. Nach dem Krieg war das so, dass also alles, ja, also ärmlich war. Also warst du ohne Familie, warst du ohne Eltern dann? Doch, dann meine Eltern, ja. Ah, ihr wart zusammen, ihr habt zusammen da gelebt in diesem. Ja, die Geschichte meiner Eltern ist eine andere, ganz, nein, nein, ganz große Liebesgeschichte. Ja. Ja. Aber die, okay, sind, mein Vater ist von, wann? Böhmen und meine Mutter, okay, aus Dresden, und die haben sich in Nürnberg getroffen nach, okay, dem Krieg. Und ich kam dann da zur Welt. Okay. Aber wann hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast, ich will die Welt sehen? Also in welchem Alter? Schon als Kind? Ich wollte gar nicht die Welt sehen, ich wollte nur aus Bayern weg. Also für mich war das nicht in dem Fall irgendwo wesentlich maßgebend. Wohin? Einfach nur weg. Und du hast dann gedacht, umso weiter, umso besser. Also, mehr oder weniger, ja. Eigentlich scheißegal, wohin, Hauptsache weg, ja. Und Hauptsache nicht zurück. Und wann fing deine Reise an? Ich glaube, da war ich so 20 ungefähr. Und wo war der erste? Ja, ich bin erstmal in dem Fall, weiß ich gar nicht mehr, in dem Fall kann ich, ich glaube, das erste Mal bin ich nach Südtirol und da war irgend so ein Mädel und dann nach DDR musste ich da irgendwie hin und dann bin ich dann von da aus. Es war ja damals diese ganze, sagen wir, Hippie-Zeit im Sinne von, wobei Hippie gab es ja nur in Kalifornien, bei uns hieß das anders. Penner. Nee, bei uns hießen die. Ich überlege gerade, es gab ein Synonym für die Leute. Ich glaube, ich komme vielleicht noch drauf, wie man die nannte. Sie fällt uns gleich ein. Aber auf jeden Fall gab es unglaublich viele Musikkonzerte. Ja. Man ist von einem Konzert zum anderen gereist. Also ich bin praktisch in der ganzen Zeit eigentlich immer nur durch Europa oder was weiß ich, auf Rockkonzerte wie Woodstock, von einem zum anderen. Da war immer irgendwo irgendwas. Ja. Du warst ein Draufgänger ein bisschen dann also, ne? Ja, voll. Naja, das würde ich jetzt nicht so sehen. Nicht im negativen Sinn, nicht im negativen. Ich meine jetzt, ich weiß, wenn du nichts Besseres kennst, ist das alles. Es war einfach so. Das war einfach so. Ich musste ja irgendwie. Aber auch die Zeit dafür, ne? Genau. Also ich meine. Und du bist dann. Ich habe immer die Welt bereist. Du hast dann die Welt bereist, ne? Erst Europa und dann. Wie bist du denn? Also erstmal zwei konkrete Fragen. Es kommen gleich noch ohne Ende Fragen auch von Zakaria. Hast du gar keine Bedenken, gar keine Ängste? Null. Also auch, wo du nach Südamerika geflogen bist. Bist du eigentlich geflogen oder bist du immer dahin gefahren? Naja, ich bin also in Südamerika schwer zu fliegen, glaube ich. Ja, nee, über Busse und dann Fähre, nee, das war früher ganz Fähre, normal. Ja, Fähre, ja. Züge, das Fähre, war früher, ja, normal. Sorry, Fähre, ja, habe ich voll vergessen. Also wie ich bitte? Ich bin erst mal mit einem Mädel, also das erste Mal bin ich nach Amerika, da war 68 oder so. Ja. Nee, also 70, kurz 70. Nach Reagan-Zeit? Also 70, 1970. Also Reagan-Zeit. Also kurz nach Kolumbus. Reagan kam später. Kam später. Das kam später. Also kurz nach Kolumbus. Ja, also ich bin erstmal nach Kalifornien. Der ist rausgefahren, du bist reingegangen. Dann bin ich später nochmal nach ganz zentral, also auf Amerika und Zentralamerika und dann wieder Karibik zurück. Und dann habe ich kurz Versicherung verkauft, gut Geld verdient und dann wieder ab. Und dann in Deutschland? In Deutschland, ja. In Düsseldorf. Ja. Und dann bin ich in dem Fall nach New York, von New York in Süden, dann nach Karibik, habe auch mit Bob Marley Fußball gespielt. Aha. Sicherlich zu den wenigen, der konnte auch kicken, alle, ne? Fußball gespielt haben. Aber der, oder? Konnte auch kicken, ne? Der war gut. Ja, der konnte kicken. Aber vor allem war er sehr, sehr, wie soll ich sagen, besessen. Und ja, gut drauf, total, ne? Sauer, weil wir haben ihn so platt gespielt. Er hatte überhaupt keine Chance. Du, die haben uns beim ersten Spiel hatten sie gar keine Chance. Und beim zweiten Spiel haben sie in den Bergen ein Fußballfeld, das war also wirklich, wirklich ein Acker. Ja. Ja, also Acker ist gut gesprochen. Ja. Und dann haben sie in der Mitte
also neben dem Feld, haben sie einen Riesenberg von Mariana aufgebaut, haben den angezündet, haben dann nasse Tücher drüber gehört, damit es richtig raucht. Und jedes Mal, wenn du durchs Feld gehst, hin oder zurück, musst du durch das riesige Rauch, durch diese Rauchschwaden. Und trotzdem haben wir gewonnen. Da sah der Acker immer gerade aus. Da war der Acker gerade, war kein Problem mehr. Du wusstest zwar nicht, wo der Ball ist. Okay. Aber egal. Jetzt sind wir von Dings direkt zu Bob Marley. Ja, das war egal, haben wir auch abgehakt. Ja, dann bin ich von Bob Marley. Dann bin hast du ihn geholt, da auch mal. Ich war der Bahamas und dann Venezuela. Nein, aber warte. Venezuela, dann die Panamerikaner, Amazonas. Okay, und aber warte. Keinmal irgendwie gedacht, okay, wie komme ich da klar? Ich meine, du hast Versicherung verkauft, aber du hast ja jetzt nicht finanziell ausgesorgt damit. Du hast ja, ein bisschen was auf der Tasche, also bist dann dahin gefahren. Es war damals so, ich hatte in 3 Monaten Taxifahren in Düsseldorf. Ja, habe ich genug Geld verdient, um ein Jahr in Südamerika zu reisen. Nur mal so als Beispiel. Okay, das heißt, du warst auf deinen ganzen Reisen, hattest keine Angst. Jede Art von Angst, ne? Existenzängste, Lebensängste. Verlustängste. Dass du Angst hattest um dein Leben. Nein, also schon mal. Also ich sag mal so, das wäre natürlich jetzt absolut Also muss sagen, du bist der wahre Indiana Jones. Besser. Aber schau mal, ich will dir mal eine Geschichte erzählen zu Angst. Ich komme irgendwann mal in Kolumbien, gehe ich durch so ein Canyon und gehe, war eine kleine Stadt, war so ein kleiner Nähladen. Ja. Ich gehe da hin, weil ich wollte mein Bag, ich hatte ja nicht viel dabei, wollte ich reparieren lassen. Und dann gehe ich in dem Fall und will gerade so ein Pferd besteigen, um so ein Canyon zu reiten. Da kommt dann eine Gruppe aus Holland zurück und sagt, du wärst gerade überfallen worden. Also sage ich, ja, scheiße. Was für eine Gruppe? Vergessen wir das. Was für eine Gruppe? Holländer. Reisende. Niederlande. Ja. Und dann bin ich zurück zu meinem Laden gegangen und wollte meine Dinge abholen. Gehe aus der Tür raus, war so 4 Uhr nachmittags oder so. Kommt so ein typischer Video, die im klassischen mexikanischen, in dem Fall Gangster mit Bart und ne, so ein Polizist. So ein El Chapo. Greift er meine Tasche, genau. El Chapo greift er meine Tasche, holt so ein Bündel Mariana raus und sagt, jetzt haben wir ein Problem, ne, auf Spanisch. Mhm. Und dann habe ich mit denen also 2 Stunden lang, weil wir von Angst sprechen, ja. Alles versucht, geheult, dies, das, hin und her, alles, was nur geht. Ja. Es wurde schon langsam dunkel und so weiter. Und am Schluss, der hat mir immer Angst versucht, einzuhalten, gesagt, wir gehen zum Revier und wenn du in meiner Zeit, so wie ich aussahst, ins Revier gehst, warst du tot. Und dann hatte ich nur die Frage, entweder gebe ich ihm, was er will, meine Sonnenbrille, meine Uhr und das ganze Geld. Ja? Mhm. Oder ich bringe ihn um. Es gab nur die beiden, entweder der oder ich. Ja? Dann haben wir gedacht, na gut, also wenn jetzt mein Vater schon den Krieg überlebt hat, ja, dann lasse ich mich jetzt nicht in dem Fall in Kolumbien von irgendeinem Sack da in dem Fall abziehen. Es ist eh verjährt, ne? Wenn du es jetzt zugeben würdest, dass du ihn platt gemacht hast. Es wäre eh verjährt. Ich war, ne? Platt gemacht? Du, das Interessante bei der Geschichte ist der, wenn, ich habe 3-mal in meinem Leben echt eine Situation gehabt, wo ich jemanden umgebracht hätte. Okay, aber dann hat sie im letzten Moment, mir hat nichts mit mir, ich hätte die umgebracht. Aber im letzten Moment passierte etwas, was eben, es sollte nicht sein. Verstehst du? Ja. Und das ist das Entscheidende im Leben. Es ist nicht das, was du glaubst, das, was passiert, sondern das, was dann wirklich passiert. Und ich habe mir wirklich überlegt, wie bringe ich den Typ um? Wie bringe ich ihn um? Nehme ich eine Zaunlatte, einen Stein, ja, erwürge ich ihn? Ja? Das ist nicht einfach, ja? So. Und als ich mir wirklich überlegt habe, so, ich habe gesagt, komm, jetzt geh mal zum, es war schon dunkel, jetzt geh mal zum Revier. Ich meine, der Typ, also dann wir beide, ja, aber nicht, also er alleine nicht. Also den nehme ich noch mit, hast du gedacht. Und dann sagt er, okay, hombre, und dann hat er mir gesagt, gib mir die Sonnenbrille, das habe ich dann noch gemacht. Meine Uhr hätte ich nicht gegeben, das war von meiner Mutter. Und ich hatte so ganze Menge karibisches Geld, war nichts wert, also das sah noch schön aus. Ja. Das habe ich ihm auch noch gegeben. Und dann hat er gesagt, okay, und hat mir das Mariana gegeben. Hat mir im besten Englisch gesagt, enjoy it. Und dann habe ich einen Joint geraucht. Da war ein Typ im Bus. Ich bin erstmal von da bin ich gelaufen, weil ich so viel Angst hatte, weil du von Angst sprach. Ja, jeder Bus, der kam, jedes Auto, das kam, bin in die Büsche gesprungen. Verstehst du? Weil wenn die dich da erwischen, bist du tot. Ja? Die macht dich bestenfalls tot, wenn sie dich nicht folgen. Hast du dann nicht einmal danach gedacht, ey, pass auf, das mache ich nicht mehr. Du bist ja dann direkt ins nächste verrücktere Land gereist. Du hast ja Abenteuer gehabt, ein nach dem anderen. Aber das ist schön, dass ihr mich nicht fragt. Und das ist auch wirklich, das ist ja das Schöne, weswegen ich auch das Buch geschrieben habe. Das ist nicht so, dass ich das, wenn ich antworte dir, meine Antwort ist ehrlich, aber es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ich hatte keine Ahnung, ich hatte ein Ziel, hatte ich nicht. Ich wusste nur, andauernd haben mich Leute gefragt, was machst du denn, wo willst du denn hin?
Keine Ahnung. Aber hattest du kein Ziel. Aber du hattest ja, hattest du bis dahin überhaupt eine Ausbildung oder eine? Nein. Aber sagen wir, du warst jetzt zwei Wochen. Hätte ich nie genommen. Du warst jetzt zwei Wochen in der Karibik. Ne? Sagen wir jetzt, du warst zwei Wochen in Mexiko oder in der Karibik oder so. Monatelang. Ja, aber ja. Und jetzt irgendwann hast du gesagt, weißt du was? Ich gehe weiter. Ja, hast du dann ein anderes Land, wo du sagst, boah, Indien? Mich auch mal sehen. Also das war immer so, da kommt ein Segelboot vorbei, der sagt, ich brauche einen Koch. Ich konnte zwar nicht kochen, aber kochen ist okay. Aber du hast gesagt, ich kann kochen, ne? Völlig egal, ob der jetzt im Süden, Osten, ja, aber als sie dich gefragt haben, kannst du kochen, was hast du gesagt? Ja, klar. Ja, klar, beste Koch, alle Star-Koch. Fünf Sterne. Der hat doch gesagt, der hat doch Geschichten erzählt. Ich habe die erste Segel, die ich gemacht habe, kam in dem Fall aus, also das war eine ganz wilde Story, da kann man ja besser nachlesen, ich will jetzt nicht erklären, ist nicht jugendfrei. Auf jeden Fall komme ich da nach Gran Canaria und da war eine Yacht. Zachary wird ganz Internet gesperrt. Ich brauche einen Koch, ja. So, Koch, ja. Du wolltest mit mir einen Podcast machen, ich habe nur so Kaliber. Ganz kurz, Koch. Da habe ich gesagt, Koch, du, kein Problem. Am Schluss war ich in dem Fall also dann 7 Tage auf dem scheiß Schiff. Wunderbar, eigentlich nur tolle, eine Swan, 12 Meter Yacht. Und dann kamen wir in der Karibik. Ja, aber plötzlich in der Karibik. Was mache ich jetzt? Ja, der Verwandte in Kalifornien, ab nach Kalifornien. Ja. Okay, so ist das. Es hat sich. Okay, also so ist das entstanden. Das ist jetzt nicht, dass du, sondern einfach so die. Aus dem Aktivismus. Wir sagen ja, Zufälle gibt es nicht. Aber es ist einfach aus, genau, bin ich der Meinung. Aus der Situation einfach entstanden. Da ist der sollte dich mitnehmen. Also ich bin ja kein gläubiger Mensch, ich bin ja Agnostiker. Im Gegensatz zu dir, der du gläubig bist, bin ich das nicht. Aber das werden wir nach dem Podcast werden wir sehen. Für diejenigen, die nicht wissen, was Agnostiker sind, Leute, die weder sagen, es gibt einen Gott oder es gibt keinen Gott, die sind. Man glaubt an etwas, aber genau, man kann es nicht definieren. Der Unterschied zwischen Glauben und Wissenschaft ist ja das, dass die Wissenschaftler denken, sie können es begründen und die Gläubigen einfach daran glauben. Ja. Genau. Also ich glaube an etwas, wenn du. Das wird nach dem Podcast Wissenschaftler sprechen. Okay. Also ich glaube an etwas. Ich halt du? Auf der anderen Seite ist es eben auch so, ich bin kein Wissenschaftler. Nicht mehr lange. Also ich bin weder der Wissenschaftler, der es beweisen muss. Come to the good side. Noch in dem Fall, es ist, wie es ist. Und ich füge mich dem Ganzen. Also ich habe keinen Widerstand dagegen. Also mit anderen Worten, ob das eine Religion ist oder ob das eine Gesellschaft ist oder wie auch immer. Ich habe nie ein Problem gehabt mit irgendetwas. Okay, aber da sind wir ja schon mal einer Meinung. Sowieso ein Mensch, mit dem man sehr gut klarkommt. Es gibt keine Zufälle. Okay, dann bist du von da weiter. Das glaube ich auch, ja. Jetzt, weil du warst ja der erste Deutsche an der Wall Street, ne? Oder nein, die erste deutsche Bank? Nein. Also es gibt. Wie war das nochmal? Nein, also ich bin der erste Deutsche, der erste Bayer mit dem Namen Ronald. Das, ja, da bin ich der Erste, ja. Nein, ihr habt doch eine Bank gegründet, du und ja, der. Ich habe eine Investmentbank gegründet. Und die New Yorker wollten dich doch eigentlich da weg haben. Du warst nicht schon ein Dorn im Auge. Habe ich das so geschrieben? Glaube ich nicht. Nein. Ich weiß nicht, ob ich es nicht habe. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich hatte es irgendwie so in Erinnerung. Nein. Ist egal, aber mir geht's eigentlich darum, die Entstehung, also wie du an die Börse, also wie du überhaupt. Weil, du bist ja eigentlich nicht der Typ dafür gewesen. Überhaupt nicht. Genau. Wie bist du an die Börse gekommen? Genau. Wie ist das Abenteuerjungen oder Abenteuermensch an die Börse? Ihr macht diesen Sprung. Ja. Dieser Übergang. Also du warst da, du hast Dings angeboten. Nein, so war es nicht. Nein. Also ich hatte, du warst in Südamerika. Ich hatte ja... Mexiko, richtig? Ich war in dem Fall... Gut vorbereitet. Nee. Er hat doch so viele Stationen in seinem Leben. Wie ist das alles? Nee, das war Peru. Also Peru, richtig. Ich war in Peru, in Machu Picchu. Und habe einen Typ getroffen, den sogenannten Floorbroker von der Chicago. Aber was hast du erstmal da gemacht? Du musst auch wissen, was du gemacht hast. Du hast auch, wenn das Geld dir ausgegangen ist, hast du... Märchen erzählt. Also ich war ein unglaublich... Du hättest gesagt, oder du hast Reisen angeboten, ne? Nein, ich habe nicht Reisen, erzählt. Du hast gesagt... Ich habe mir irgendjemanden gefunden, der mir so vorkam, als wenn er eine gute Story bräuchte. Dann hast du gesagt, okay, ich erzähl dir mal eine gute Story und du bezahlst mir dafür ein Essen oder ein Bier. Oder ja, aber du hast gesagt, ich zeige euch die Stadt. Hier war genau, der und war gepinkelt und irgendwas erzählt. Ja. Okay. Und die waren alle glücklich, die Leute, und haben mir gerne was gegeben. Genau. Und dann war das praktisch alle so gut unterhalten. Praktisch immer so dein Notgroschen. Wenn nichts ging, hast du immer diese Tour gezogen. So ungefähr, ja. Und dann kam jemand, hat dich angesprochen. Ich kam zurück von Machu Picchu. Ich hatte in dem Fall eine ganz interessante gegeben. Können wir das Buch nachlesen? Ist vielleicht jetzt gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall
ich bin gereist mit einem Schweizer, der Typ war original, so ein Footballstar. Aber ich meine, also den gab es ja keinen da. Ja. Bei uns gab es ja keine Footballstar. Aber der Typ war also original 2 Meter groß und 2 Meter breit. Ja. Und hatte also so eine Backe. So ein Arnold. So eine Backe. Ja. Und hat einen Koffer getragen. Das war wirklich wie der Hinkelstein. Ja. Also ja. Ich wär's ja so groß. Ja. Und wir sind den ganzen Mato Grosso. Das ist ja ewig lang, da fährst du ewig im Zug und dann über die Berge, Bolivien und so weiter, also ewig. Wochen später kommen wir also in Cusco an, was also die Hauptstadt ist. Es ist die letzte Stadt, die Spanier gefunden haben, wo sie die letzte Inka-Stadt war, Machu Picchu. Ja. Und Cusco ist also, damals waren es vielleicht 10.000, Leute. Und wir kommen da gerade an mit dem Bus und wir sitzen da beide am Ding, er mit seinem großen Koffer und, dicken Backe. Und da kommt da so ein... Dicke Backe, weil dein Zahn... Er hatte so ein Riesending, ja, ganz gewaltig. Und da kommt da so ein Jeep angefahren, so ein Auto angefahren mit und springt da ein paar so Tupamaros runter, ja, so Revolutionäre, ja. Yeah. Weißt du, wie die Che Guevara-Typen und der springt da runter und kommt mit seinem Gewehr da und macht da die... Und der Redo hat überhaupt nichts, mit seiner dicken Backe hat gar nichts gesagt. Ja, dann sitzt er da, setzt sich da hin und sagt, ja, also er wäre hier der Leiter von der revolutionären Front und des Roten Pfeils irgendwas. Ja. Und ich sage, ja gut, okay, und da unten. Und dann sagt er, was wir hier wollen und so weiter. Und dann sagt er als erstes, ja, was wäre in dem Koffer drin? Ein Riesenkoffer, ja. Ich sage, das willst du nicht wissen. Und dann sagt er, wie das gar nicht. Du wusstest aber gar nicht. Ich wusste es auch nicht. Aber ich habe zu dem Tupamaro da, den Che Guevara-Typ, da habe ich gesagt, das willst du nicht wissen. Und dann sagt er, wieso will ich das nicht wissen? Sage ich, das glaub es mir, du willst es nicht wissen. Dann hat er ein Passwort angeschaut, war nur Stempel drin. Ne? Das ganze Passwort voll mit Stempel, war überhaupt keine Seite mehr frei. Und dann habe ich meine Jacke gezeigt mit dem Che Guevara-Zeichen drauf. Und dann sage ich, du weißt ja sicherlich, was das bedeutet mit so einer Jacke, mit dem Zeichen durch Südamerika. Der wusste das natürlich. Ja. Da war er beeindruckt. Da hat er echtes Grübeln angefangen. Ne? Ja. Ich sagte, jetzt hör mal zu, wir sind von der Roten Armee-Fraktion in Deutschland. Ne? Und der Typ hier, der isst solche Typen wie dich und eine ganze Armee zum Frühstück. Du willst nicht wissen, was da drin ist, weil wenn sie dich erwischen, was sehr wahrscheinlich ist, ja, und dich in ihn verfoltern, dann willst du nicht sagen können, dass du uns kennst. Also lass uns jetzt ein Bier trinken und das ganze Ding vergessen. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, okay, hombre, venceremos. Alles auf Spanisch? Alles auf Spanisch? Ja, so ein bisschen Spanisch, ja. Venceremos hier und da. Wir werden siegen, ja, das kann man schon, ja. Aber alkoholfrei, ne, war das? Mit Sicherheit, ja. Wenn es sowas damals schon gab, und dann war es das, ja. Wir sind noch bei Wall Street. Ja, und dann bin ich, also mit dem Rito bin ich dann auf dem Machu Picchu rauf, geklettert da. Also da kann man hochlaufen, dass die Stufen so klein sind, dass es schon was Klettern ist. Und dann haben wir da oben einen Joint geraucht, da war ich so breit, dass die mir runtergekommen sind. Und dann kam ich da wieder ins Hotel, erstmal geschlafen. Da war dieser Ami. Und der hat ihm gesagt, ey, du warst da gerade in Machu Picchu, kannst du mich da hinbringen zu Fuß? Ich sage, ja, kein Problem, was zahlst du? Na ja, gut, okay. Und dann, aber ich habe gedacht, weißt du, der Zug dauert 4 Stunden. Ich dachte, okay, naja, eine Nacht, vielleicht einen Tag oder so, ja. Das kann das lange dauern. Wir waren 2 Nächte und 3 Tage am Laufen. Bergauf, bergab, bergauf, wie die Gemsen, verstehst du? Also, und der Typ hat mich nur immer gefragt, weißt du, wo wir jetzt sind? Ich sage mal zu, ist halt ein langer Weg. Weil du so langsam läufst hier. Du, das war grauenhaft. Und weil wir vom Schicksal sprechen, ich musste mir ich muss sagen, 2,5 Tage lang immer sagen, ich weiß, wo ich hingehe, keine Ahnung, wo wir sind. Also nochmal, also noch für die Leute, da ist jemand, der fragt dich, kannst du mich da hinbringen? Ja, zu Fuß. Zu Fuß, weil er... Aufs Matterhorn da. Und derjenige war erstmal wer? Das war so ein Investment, so ein ganz normaler Floorbroker, also so ein Typ, so, das der war ein da am Ring das war ein Broker aus Chicago, ja, der einfach mal ein bisschen Ruhe wollte, der ein bisschen die Berge sehen wollte, ein bisschen Abstand. So, der hat dich da gesehen, hat gesagt, und du hast dann so getan, als wärst du ein Reiseführer. Und hast gesagt, ey, kein Problem, ich bring dich da hin zu Fuß. Was zahlst du? Genau. Und dann bringe ich dann. Dann bist du erstmal 3 Tage in eine Richtung gelaufen und wusstest gar nicht, wo du bist. Du hast aber immer gesagt, ja, klar, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Genau. Ja. Und dann, wie ging es weiter? Was habt ihr gegessen? Was habt ihr getrunken auf dem Weg? Ja, das war das Problem. Wir hatten nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Also Trinken war kein Problem, weil da ist genug Wasser, das da immer durch die Gegend fliegt. Aber Essen war ein Problem und der hatte einen riesen Berg Kokain dabei. Und das einzige Essen war Kokain und das war nicht grausam. Ich habe noch nie vorher Kokain genommen und dann haben wir nur noch Kokain genommen. Und nach 2,5 Tagen, ich schwör's dir, ich kam danach zurück. Ich habe das ja überlebt, was ja schon ein Wunder ist. Weil ein Kind, ein Baby
wir laufen da und ich habe echt gedacht, das geht nicht mehr aus. Irgendwo ist es echt eng. Ja. Auf jeden Fall höre ich ein Baby cryen. Das hat sich aber, jetzt glaub es mir oder nicht, das hat sich nicht angehört wie ein südamerikanisches Baby. Das hat sich echt wie ein europäisches Baby. Obwohl Tage es einen Unterschied vielleicht auch gar nicht gibt. Du hast 3 Tage lang durchgeguckt. Genau, und ich habe alles gehört. Ja. Also ich war, meine Ohren, verstehst du, waren die wie Fledermäuse. Und ich bin da hingewandt und da, tatsächlich war da die Bahnstation, die ja, du, das ist wie in Castrop-Rauxel in dem Fall, Drittklasse S-Bahnstation. Okay, dann habt ihr aber das Ziel habt ihr erreicht. Ja. Der hat seinen Berg gesehen. Der war beeindruckt. Die alten Inkas. Ja, wir haben nichts gesehen von den Inka, wir haben nur Busch und Nebel. Okay, der hat dich bezahlt. Da war ich echt fertig, du. Da war ich fertig. Dann ich und dann ist mehr, und dann habe ich gesagt, ich werde nie mehr solche Märchen erzählen, ich werde nie mehr in meinem Leben Kokain nehmen, weil das war echt scheiße. Ach, das war, ach so, das war der Moment, wo du gesagt hast, ab heute werde ich keine Märchen mehr erzählen. Genau. Genau. Das habe ich also fast geschafft. Das hat dich fast dein Leben gekostet, diese das Aktion. War knapp, ja. Und dann ist der Herr zurück nach New York? Der ist nach New York und hat mich eingeladen und hat immer erzählt, mir die ganze Geschichte erzählt, die ganzen 2,5, die 60 Stunden, der hat mir nur voll gelabert mit seinem Scheiß. New York, also Chicago Mercantile Exchange, ich wusste danach alles. Ich konnte jeden Vornamen von jedem Hausmeister da. Und dann hat er gesagt, komm da vorbei, wenn du Lust hast, wenn du Geld brauchst. Und ich war danach in Kenia. Und in Kenia, Kenia ist interessant, weil in Kenia gibt es einen Stamm der Maasai. Ja, die kenne ich. Die größten, Maasai, das riesen Leute, die springen, ne, die rot angezogen sind, die Krieger. Was interessant ist bei der Sache, die müssen mit 16, um Mann zu werden, mit einem Speer einen Löwen töten. Ich weiß, das ist richtig krass. Und die trinken Blut, ne? Und das Ding, was aber keiner weiß, ist nicht krass. Viele überleben das. Das schaffen nicht viele. Ja, normal, also von 10, die losgehen, um den, da kommen nur 2 zurück. Ja. Und so halten die Population irgendwo begrenzt. Ja. Ja, das auf jeden Fall war ich da sehr beeindruckt von der Sache. Mit 16 den Löwen töten mit dem Speer, das fand mich irgendwie beeindruckend. Das ist krass. Aber dann hören wir zu, wenn die das können, dann kann ich auch in Wall Street in dem Fall Geld verdienen. Ist ja langweilig. Ja. Das liegt ja nah, ne? Das liegt ja total nah. Du warst in Kenia, hast diese Feststellung gemacht und sagst, ey. Aber jetzt gehe ich dann nach Chicago, mach da mal Floorboro, verdiene mal richtig gut Geld. Da verdienst du auch richtig gut Geld. Dann, okay, jetzt bist du in Chicago. Gut. Chicago habe ich an mal. An der Börse, ja. An der Chicago Börse. Mercantile Exchange. Mercantile Exchange. Und da hast du dann, was hast du verkauft? Also pass auf, als Floorbroker ist es nichts anderes. Du musst dir das vorstellen wie ein riesiger Boxring mit 2000 Leuten, wo du von A nach B musst, möglichst schnell und gegen alle anderen. Also das heißt, du hast ein bestimmtes Jacket an oder du hast ein bestimmtes, es gab ja keine Mobiltelefone, sondern es gibt nur Handsignale und du kriegst also, du rennst in dem Fall zu einem Telefon, also so ein Wandtelefon, da ist dann dein Mann irgendwo anders und der sagt dir, renn jetzt darüber und kauf jetzt Goldkontrakte. Kauf mir 50 Kontrakte, Weizen, Orangensaft, Gold, was immer. Ach so, und du warst derjenige, der hinrennen. Also du warst praktisch ausführende Hand. Genau. Du rennst dahin und wenn jetzt alle anderen dasselbe wollen, dann rennen da 500 Leute hin, dann musst du dich da durchkämpfen, okay. Bis du das Ticket bekommst und dann gehört es dir. Aber ich habe mal gesehen so ein Video, da sind alle rumschreien, ja! Das ist brutal. Früher musstest du dann noch so ein Ticket bekommen, dann wurde noch abgestempelt. Also der Kauf wurde abgestimmt. Du hast dein Ticket ausgefüllt, da waren 500 Kontakte Weizen oder was weiß ich, und dann musst du da zum Weizenhändler gehen. Also das sind sogenannte Spezialisten. Also in verschiedene, stell dir das mal vor, wie verschiedene Läden. Ja? Und der eine handelt nur Weizen, der eine nur Orangensaft, der andere Gold, der andere Silber und so weiter. Und wenn du jetzt also diesen Kontakt Weizen kaufen willst oder Orangensaft verkaufen, dann musst du da hin und musst sagen, verkauft, kauft. Und der stempelt dir das. Genau, der Spezialist heißt praktisch, der muss 2 Tickets haben. Also wenn einer 500 Kontakte kauft, muss er jemanden haben, der 500 Kontakte kauft oder umgedreht. Ja, verkauft, kauft. Also der muss immer gegen. Matchen. Genau, der muss die Balance halten. Und deswegen musst du da hin. Ja? Das heißt, der kann dir auch nichts verkaufen, wenn er keinen Käufer hat. Und er kann dir auch nichts kaufen, wenn er keinen Verkäufer hat. Das ist das, was der Spezialist macht. Ja? Mhm. Heute macht das ja alles in dem Fall Computer. Heute machen die Millisekunden. Also du musst dir vorstellen, damals 1900 und wann war das? Wann wird das gewesen sein? Vielleicht 78 oder so.
damals, wenn du da, ich glaube, da war das größte Handelsvolumen, ich glaube, eine Million Tickets, glaube ich, sowas, muss man nachlesen. Am Tag. Ja, an einem Handelstag. Heute machen die 10 Milliarden. Das ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, die Dimension. Ja? Also was Bitcoin heute handelt, im Privathandel, ist ungefähr das Hundertfache von dem, was damals die Börse gehandelt hat. Also physisch. Nur Bitcoin alleine, ja. Ja, die Dimension ist eine komplett. Also früher waren 1.000 Euro so viel wie heute eine Milliarde. Schon mal, wenn heute ein Fußballspieler, die kriegen da, der Neymar, der kriegt da 200 oder 400 Millionen im Jahr. Oder der Nagelsmann oder der kriegt da 400.000 im Monat. Für was? Für den Scheiß, dass er dreimal eine Mannschaft aufstellt? Also Witz. Ja, aber so ist es halt. Genau, und so war es halt damals auch. Verstehst? Damals hat ein normaler Arbeiter hat vielleicht in dem Fall 1.500, 2.000 Mark verdient und ein Angestellter vielleicht 2.500. Ja. Da gab es keine Direktoren von selbst Volkswagen. Damals gab es ein Gesetz sogar, was besagte, der Chef einer Firma kann nicht mehr als 100 Mal das Gehalt eines Arbeiters bekommen. Also wenn ein Arbeiter 1.000 Euro, kann der Chef nicht mehr als 100.000 haben. Chef oder Inhaber? Inhaber, Chef, wer immer. Also Geschäftsführer, sagen wir mal. Nee, aber ein Inhaber? Nicht. Ja, Inhaber ist schwer zu sagen, weil Inhaber ist eine andere Geschichte. Aber ich spreche jetzt mal für dich von im eingestellten Verhältnis. Das genau, heißt, was ist ein Manager oder sowas? CFO? Ja. Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel nimmst, du siehst in der Zeitung gerade heute wieder, in dem Fall 1.500 oder 15.000 Schriftsteller in Hollywood sind auf der Straße, ja, weil sie nicht bezahlt werden, weil sie gerade mal ihre Miete bezahlen können. Und der Chef von einer einzigen Filmgesellschaft, Warner Brothers, macht im letzten Jahr 250 Millionen verdient. Im Jahr. Oh, das heißt also im Jahr. Das heißt mit anderen Worten, von einem Jahr Gehalt könntest du jeden der Leute, die streiken, 15.000, 2.500 Euro im Monat geben. Wäre der Streik beendet. Verstehst? Mhm. Das ist nur eine Firma. Also ein Filmstudio. Ja. Also ich will damit nur sagen, das ist natürlich absurd. Ja? Ich meine, dass gewisse Leute einfach so exorbitant viel Geld verdienen. Und ich weiß ja noch, woher das alles kam. In den 60er Jahren haben alle Leute, die über 1 Million verdient haben in Deutschland, 90% Steuern bezahlt. Da war das auch ganz normal. Schweden genauso überall. Heute, je mehr die Geld verdienen, desto weniger zahlen sie Steuern. An ihnen Mass zahlt wahrscheinlich überhaupt keine Steuern. Ja, es gibt viele, die gar keine Steuern zahlen. Da gehe ich nach Neuguinea, ja, bin ich weg. Also, das kann doch nicht sein. Also, es ist. Nee, die Steuern zahlt nur die arme Mittelschicht. Genau. Die trägt den ganzen Staat. Genau. Genau. Ja, genau. Und das wer trägt den ganzen Staat? Die Mittelschicht, die arbeitende Mittelschicht. Ja. Naja, also ich meine, was immer das ist, aber wir haben. Aber die trägt schon einen großen Teil. Also wir haben in Deutschland 38 Millionen Arbeiter, ja, und die zahlen Steuern. Ja. Ja. Und insofern, also was ich, die einzelnen Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber es ist ganz, ganz klar, dass also das Verhältnis zwischen in dem Fall ein paar Leuten, die in dem Fall exorbitant viel Geld verdienen, für den, was andere Leute haben, das stimmt nicht. Der Grund kam ja daher, es kommt ja alles, hat ja alles einen Ursprung. Der Grund kommt aus dem sogenannten Optionsgeschäft. Weil als in den 80er Jahren die Investmentbanken zusammen mit den Banken gehen konnten, fusionieren konnten, konnten die sich in dem Fall Optionen geben. Und dann hast du gesagt, okay, also du nimmst jetzt zum Beispiel, was weiß ich, du kriegst jetzt ein Gehalt von $100.000 im Jahr, aber du kriegst in dem 100.000 Optionen. Und wenn die, für sagen wir mal 10, und wenn die Option jetzt auf 100 geht, dann hast du in dem Fall 10 Millionen verdient. Verstehst du? Ja. Also mit anderen Worten, hat man das alles, hat ja auch keinen gestört, weil das Geld war ja nicht da, wurde ja nicht produziert als solches. Aber als die Fusionen anfingen, hat man sich nach oben geschaukelt und hat praktisch immer nur mehr Optionen, mehr Übernahmen, was, um einfach mehr Aktienkapital zu machen. Mhm. Und die Aktien sind extrem gestiegen und letzten 20, 30 Jahre ist ja ein CEO, Präsident von einer Gesellschaft, was auch immer, nicht mehr interessiert, wie viel Umsatz die Firma macht. Es geht ja nur darum, in dem Fall, wie er die Aktien pushen kann. Ja. Und ein Medorn, ja, der die Bundesbank kaputt gemacht hat, den Berliner Flughafen nicht auf die Reihe gebracht hat, der kriegt da mal eben ein Golden Parachute von 50 Millionen für den Schrott, den er bringt. Darf ich dich was fragen? Du hast ja richtig Ahnung jetzt von diesen ganzen Finanzwelt und so weiter und so fort. Du hast mir aber eben gesagt, wo ich dich gefragt habe, hast du eine Ausbildung oder hast du ein Studium oder wie auch immer, hast du gesagt, nein. Nein, nichts. Wie kommt es, dass du jetzt so ein Experte bist in
Finanzen, ohne jetzt, weil viele denken, dass man, auch von den Zuschauern auch allgemein, dass man nur also Experte in einer Sache sein kann durch Studium und Schule oder Ausbildung und so weiter. Ja, das ist, das deine Expertise? Das ist das Märchen, dass dir die Universitäten und die Schulen und die Privatschulen, alle, die an dir verdienen, erzählt. Genauso wie du sagen könntest, dass in dem Fall die Leute, die im Gefängnis sitzen, alle schuldig sind. Sind sie aber nicht. Ja. Die werden einfach in dem Fall von der Straße abgeglaubt ins Gefängnis, weil das Privatgefängnis in dem Fall Leute braucht und sie bezahlen. Ja. Und das ganze in Amerika hauptsächlich, ne? Ja. Und das ganze System, mit Schule, Aktien, Universität, Aktienunternehmen dahinter. Ja, alles, was du siehst, ist alles nur zu einem Großteil, ja, hat einen anderen Sinn. Der Sinn, in Deutschland zur Lehre zu gehen, zu meiner Zeit, war, dich zu disziplinieren. Der Sinn, heute zur Universität zu gehen, ist, dich erstmal wegzuhaben und Ruhe zu haben. So. Damit wir nicht zu viele Arbeitslose haben. Genau, das erstmal, ja. Und dass du natürlich in der Universität etwas lernen kannst, steht ohne Frage. Aber du kannst mit einem Bruchteil der Zeit, wenn du es willst, dich viel besser in dem Fall übers Internet schulen, selber, wenn du es willst. Wollen die aber nicht. Ist ja viel besser, in die Universität zu gehen, zu sagen, ich bin Student und was weiß ich, und nichts zu tun und auch BaFin zu kassieren, als wirklich zu arbeiten. Und auch immer eine Ausrede, ne? Wenn irgendwas gesagt wird, ja, ich studiere ja gerade. Also mein Sohn ist jetzt 27 und arbeitet jetzt gerade, hat gerade einen guten Job bekommen, in dem Fall bei Mercedes-Benz, als, ich weiß gar nicht was, aber irgendwie, was weiß ich, auch irgendwie so ein Märchenjob. Aber auf jeden Fall, in dem Fall, was er macht, er hat studiert, 2 Semester und hat danach in dem Fall zu dem Professor, weil er mich gefragt hat, gesagt, du, kann ich ja nicht beurteilen, ich weiß auch gar nicht, warum der Sinn da, red mit mir nicht über Schule, hat er ihn gefragt, wieso mache ich das eigentlich hier? Und dann sagte der Professor zu ihm, ja, wenn du in dem Fall Professor werden willst, dann ist es der Weg. Und dann sagt er zu mir, du Ronald, hör zu, ich will kein Professor werden. Dann habe ich gesagt, ja, man kann es vergessen, verstehst du, weil was willst du da? Ja, das ist nur Zeitverschwendung. Und dann ist er nach Kalifornien gegangen, nach Hawaii und hat in dem Fall dann sich mit allen möglichen, also sagen wir, wie nennt sich das in dem Fall, also Fernstudien und bla 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 bla, du kannst alles mit dich hacken und runterladen und dies und das. Und hat also ein irrsinniges Wissen angesammelt, das dann aber, das Problem war autodidaktisch dann... Autodidaktisch hat er sich beigebracht. Ja, genau. Das Problem war dann, jedes Mal, wo er hätte einen Job kriegen können, war er schlauer wie jeder, der ihn eingestellt hat. Er wusste alles. Nicht nur einen Teil, sondern alles. Ja? Ja. Und dann haben die gesagt, ja, tut uns leid, dann müssten wir dich als Boss einstellen und nicht als Arbeiter. Das heißt, dann bist du nämlich auch in dem Fall falsch. Dann hat er es für selbstständig versucht. Dann hat er dies gemacht, dann hat er alles gut, aber es ist nicht riesig viel Arbeit. Also selbstständig zu sein, da muss man schon dafür geboren sein. Ja, er sagt er auch mal immer, viel, was muss man? Viel? Also Prügel kassieren. Ja, also wer selbstständig ist. Muss man nicht für geboren sein, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber da muss man wirklich, man muss diesen Biss haben. Ja? Und wenn man den Biss nicht hat, dann kannst du es auch gleich vergessen. Dann ist einfach besser, Beamter zu werden oder zur Bundeswehr zu gehen oder was, der Geier was. Aber auf jeden Fall will ich damit nur sagen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass mit dem, was die Schule und die Universität und alles, was da so kreucht und fleucht, das ist alles okay für das System. Wenn man in dieser Box sein will, ist es gut. Wenn man, was weiß ich, 35 Jahre lang arbeiten will und daran glaubt, dass man eine Rente bekommt und ein freudiger Rentner sein will, okay. Aber wenn du, wenn dein Anspruch, sagen wir mal, der ist es, glücklich zu sein, dann ist es mit Sicherheit kein Parameter. Ich glaube, dass der Ursprung dessen, wie man Bildung in Deutschland vermittelt, vollkommen falsch ist. Und das hängt damit zusammen, dass die falschen Leute den Anfang gemacht haben. Also das heißt, wenn du nicht in dem für die richtige Erde hast, den richtigen Samen, dann kommt noch nichts Richtiges raus. Mhm. Und die Leute, die in den 18. und 19. Jahrhundert das Bildungssystem entwickelt haben, also wenn du ich möchte jetzt diese Namen, die ich dafür habe, gar nicht erwähnen, weil dann wird er sonst gesperrt oder zensiert oder wie auch immer. Das sind nochmal lieber Beep, ja, aber das ist wirklich das Allerletzte. Also die sind alle, indiskutabel, in jeder Beziehung, also die sind verknöchert, alt, intolerant, ja, ignorant, alles Negative, was man noch sagen kann, sind die Leute, die unser System entwickelt haben, da geht es schon mal los. Dann geht es weiter über die ganzen, sagen wir mal, Entwicklungsstufen, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und so weiter. Und ja, da brauche ich also auch nicht mehr dazu sagen, weil die Zeiten haben wir ja nur hinter uns. Und was dabei rauskam, sind diese Pseudonazis oder diese Leute, die glauben in dem Fall, sie wissen alles besser, wissen gar nichts, ja,
haben nichts drauf, sind einfach nur Dampfplauderer, kriegen aber ein gutes Gehalt und sind eigentlich nur von Anfang an am Gucken, wie kann ich in dem Fall, also nicht alle natürlich, aber viele, wie komme ich möglichst in dem Fall über die Runden, ohne viel zu tun in dem Fall. Meinst du jetzt Lehrer? Oder? Lehrer und alles, das ganze System. Weil wenn man ja so jetzt zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt wirklich Geschädigter Nummer eins. Ja? Also das bayerische System ist nochmal eine ganz besondere. Soll nochmal härter sein auch, ne, in Deutschland. Also es ist, also wir hatten in meiner Schule, ich hatte 18 Fächer. Ich musste Schreibmaschine lernen, Stenografie lernen, also ein Quatsch. Aber ich hatte keine Zeit, Fußball zu spielen. Das ging gar nicht. Ja? Also was für ein Leben ist das denn? Also soll ich leben und in die Schule gehen und nur gequält werden? Also grauenhaft, das war ja alles nur eine einzige Vergewaltigung. Also anders kann man das gar nicht darstellen. Die Lehrer waren alle totale Chauvinisten, absolute Nazis. Also dass sie nicht gerade den Hitlergruß noch gemacht haben, deswegen ein Aiwanger, wie wir ja jetzt in den Medien haben, das ist ja gar nichts. Also solche Leute hätten wir zum Frühstück gegessen. Ja? Und was dabei rauskommt, ist einfach eine komplette... Also nochmal ganz kurz, also zu der Zeit, wo du zur Schule gegangen bist, die Lehrer, das war alles... Alles Nazis. Also offiziell, also es ist jetzt nicht, weil du... Alle in der Nazi-Zeit zur Schule, die haben alle ihre Ausbildung bekommen, also schau mal... Ja, aber es ist jetzt nicht, weil du es überspitzt sagst, sondern das ist Tatsache. Ja, du brauchst dir nur rechnen. Als ich zur Schule gegangen bin, als ich 10 Jahre alt war, ja, war es 62. Wenn mit 62, du müsstest ein Lehrer sein, musstest du 25 sein. Jetzt ziehst 22 von 25 ab, was kommst du? Kommst du auf 37. 37 war 2 Jahre vor Kriegsausbruch. 37 war die Hauptzeit der Nazis. Also jeder, der in dem Fall auch danach kam, der ist im Krieg aufgewachsen, im Krieg erzogen worden. Ja, und also das heißt, meine Lehrer auch, die waren dann so gesehen die Schüler von diesen... Mit Sicherheit. Jetzt hat es natürlich in den 60er-Jahren, gab es eine Gegenbewegung. Da, ja? Ganz kurz, da liegt das wohl, Omar, dass sie euch Migranten alle an einen Tisch gesetzt haben. Ja, ich weiß nicht, habe ich dir die Geschichte erzählt, Ronald? Als ich zur Grundschule gegangen, 1. Klasse, ja. Haben die, also es gab... Du musst ja hier in die Kamera schauen. Ja, ja, da, also du, entweder ich gerade... Ich schaue über den Spiegel, du musst deinen Spiegel immer nicht hier sehen. Genau, weil für mich war das auch eigentlich normal, ne? Wo heute viele Leute so rumjammern. Es gab den sogenannten Ausländertisch, da waren 5 Ausländer und die Deutschen saßen halt ganz normal in den Reihen und haben halt vorne die Tafel gehabt und bei uns war eigentlich am ersten Schultag schon klar, Sonderschule oder Hauptschule. Sie haben uns am ersten Tag schon abgeschrieben. Aber das war so ganz normal. Also, ganz normal. Ja, für mich war das jetzt auch nicht irgendwie... Verwerflich. Ja, dass ich da diskriminiert wurde oder... Das hat man gar nicht so gesehen. Genau. Also es war, bei mir war es so, mein Vater, der war also... bewiesenermaßen kein Nazi, weil er Böhme war. Und der wurde in dem Fall von der amerikanischen, der kam also nach dem Krieg, der ist von englischen Gefangenschaft in Rimini nach Nürnberg gelaufen, da meine Mutter am Bahnhof zu treffen. Die hat gesagt, ich warte auf dich ein Jahr am Bahnhof, wenn du kommst, okay, wenn nicht, nehme ich jemand anders. Es gab ja Mangel an Männern und insofern haben die sich da getroffen, geheiratet, dann kam ich irgendwann auf die Welt und dann hatte er den Job bekommen bei der amerikanischen Supermarkt, was nicht der Mörderjob war damals. Amerikanische was? Amerikanischen Supermarkt, also für die Soldaten. Du musst ja sehen, Nürnberg hatte ach so, okay, die Base, und dann auf der Base ist ja alles amerikanisch, da hatten ihre amerikanischen Supermärkte, ja. Kino, also Kirche und er hat dann auf der Base im amerikanischen Supermarkt gearbeitet. Genau, er war der Chef im Supermarkt, also nur mal eine Zahl. Ich habe gerade Supermacht oder Supermarkt, ich habe das wäre sowas wie Dings. Aber. Also Supermarkt ist ja ein deutsches Wort auch. Nürnberg hatte damals 400.000 Einwohner und 250.000 Soldaten. Zusätzlich oder von den 400.000? Nee, zusätzlich. Ah, okay. Also ich will damit nur mal sagen, es war eine riesige, riesige Ansammlung. Also war nicht amerikanisch beeinflusst? Ich bin eigentlich Amerikaner, deswegen ich bin eigentlich kein Deutscher. Ronald F. Springer. Exactly. Yes. You see it. I'm an American. Ne? Naja, auf jeden Fall, ich bin dann da... Auch nein, aber hast du auch dann auch als Kind Englisch gelernt? Ja, ja, ich bin immer ich habe nur bei den Amis rumgehangen. Ach so, okay, weil du warst ja auf der Base dann. Ich bin immer auf die Base gegangen und habe da mit den Typen da... Weil eben, als deine Frau angerufen hat, ne? Ja. Hast du auch Englisch gesprochen? Ich spreche nur Englisch. Sprichst du mit ihr nur Englisch? Nur Englisch. Und oder mit allen nur Englisch? Englisch und mein Sohn Englisch. Ich spreche eigentlich immer alle Englisch. Also und die sprechen untereinander Portugiesisch noch dazu und so weiter. Die haben alle 3 Pässe. Ach so, deine Frau ist keine Deutsche? Meine Frau ist Brasilianer. Ah. Und das heißt, aber eure Grundsprache ist Englisch? Ja. Nicht Deutsch? Nein. Ich mag es, Deutsch zu sprechen. Wir nennen das auf Arabisch, ihr seid eine Muhadram-Familie. So ist es. Eine
gemischt Patchwork oder wie auch immer das heißt. Wir sind absolut die Patchwork. Also nach der haben sie, uns haben sie den Namen erst in dem Fall erfunden. Und also wir haben manchmal Leute, manchmal sitzen wir im Restaurant und dann kommen Leute zu uns wirklich öfter und sagen, was für eine Sprache sprechen sie eigentlich? Weil wir Deutsch, Englisch, Portugiesisch. Wo falsch Portugiesisch? Wir alles durcheinander. Fable Portugiesisch. Ja. Also eine Sprache kriegen sie ja noch mit, aber dann drei oder vier, da wird es dann eng. Aber um auf das Thema zurückzukommen, das heißt also, meine ganze Jugend, als ich ganz klein war, also so wirklich ab 8, 10, 12 und so weiter, war immer amerikanisch, also immer Basketball. Und ich bin nach Amerika gereist, da war ich das erste Mal 18. Da dachte ich, Amerika sind eigentlich hauptsächlich Schwarze. Ich dachte gar nicht unbedingt, dass es Amerika so weiß ist. Ich dachte, es sind alle schwarz. Weil die ganzen Soldaten schwarz waren. Alle schwarz auf der Base. Mit denen du aufgewachsen bist. Mit denen ich mich am besten verstanden. Du musst sehen, die Schwarzen, die ich, also die Soldaten, die ich kennenlerne, das waren alles super coole Typen. Ja. Also die waren alle super nett und die waren total, weil du das vorhin auch erwähnt hattest, die waren so happy, in Deutschland zu sein. Die wurden akzeptiert. Weißt du, wir Kinder und auch viele andere, wir hatten nichts gegen Schwarze. Verstehst du, wir hatten überhaupt keinen Anspruch. Aber der Rest in Nürnberg? Das weiß ich nicht. Es gab nie ein Problem. Ich glaube, in Deutschland war das nicht so schlimm. Ich will dir nur sagen, als Beispiel, vielleicht ist es ein Beispiel, vielleicht ist es auch keins, aber Harry Belafonte hat in meiner Zeit, also 1968, mehr, ich glaube doppelt so viel Schallplatten verkauft wie Frank Sinatra. Also nur mal so als Beispiel. Das ist ein Schwarzer. Ja, Harry Belafonte ist, also, ja. Zakaria, bitte. Ich kenne mich nicht aus. Ja, hör auf, hör mal. Also, ich will damit, wir haben nur Jazz gehört, wir haben nur in dem Fall, Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King. Ja, wie sie alle hießen, ja. Die sind alle live aufgetreten in Nürnberg. Für die Truppen. Ich habe die alle gesehen, da war ich 12, 18, was weiß ich. Das waren alle Schwarze. Die waren alle schwarz und die konnten alle tanzen, haben alle, die Stimmen waren immer gut drauf, ja. Und der Rest der Deutschen, die waren alle besoffen, schlecht drauf, ja, Kriegsgeschädigte, einfach kaputt im Hirn. Ja. Ja, die Frauen haben ja alle Drogen genommen die ganze Zeit, die haben ja Amphetamine bekommen, das hat ja kein Mensch den Krieg gemacht. Mhm. Die haben ja Amphetamine den Hausfrauen gegeben, in Pralinen. Die waren ja die ganze Zeit breit. Weil normal hätte es ja gar keiner ertragen. Wenn die Bomben fallen auf dich drauf, verstehst du? Guck dir doch mal die Mädels an in der Ukraine jetzt, was da abläuft. Die sind alle geschädigt für die nächsten 100 Jahre. Weil das kannst du nicht, du kommst da nicht mit klar. Sitzt du mal in einem Keller und die Bomben fallen auf dich, dann mach das mal jeden Tag für eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr oder 10. Verstehe. Was da passiert, da bist du fertig. Okay, und dann kamst du nach Amerika und dann hast du gedacht... Dachte ich, ich schwör's dir, ich habe einen Flug gekriegt, einen billigen Flug damals nach Washington. Da bin ich nach unten, gedacht, oh, gehst nach New Orleans und bin außerhalb von Washington, ich glaube, es war Baltimore, ich glaube, der Flug ging nach Baltimore oder so, ich weiß nicht mehr, Atlantik, Baltimore, irgendwo, und gehe in den Bus rein und ich habe mich früher immer als Kind, habe ich immer hinten gesessen im Bus und gehe also automatisch im Bus nach hinten. Dann hält der Busfahrer an, kommt zu mir und sagt, du kannst ja nicht sitzen. Das ist für Schwarze. Ich sage, wieso denn das? Ja, sagt er, das ist weiß, ja, das ist für Schwarze. Ich sage, spinnst du oder was? Da habe ich mit dem fast geprügelt, auf ihn bin ich ausgestiegen. Steig aus und bin an der Haltestelle, setze ich mich in dem Fall hin. Dann kommt da eine schwarze Mutti zu mir an und sagt, da kannst du nicht sitzen, das ist für Schwarze. Ich sage, sind die alle blöd hier oder was? Ich kann nicht im Bus hinten sitzen. Ich kann auf der Linie. Weißt du, das habe ich überhaupt nicht begriffen. Ich habe das echt nicht geregelt bekommen. Ja. Ich habe das überhaupt nicht, ich konnte das echt nicht nachvollziehen. Ja. Und ich habe dann in dem Fall also wirklich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, also die dann Black Panther und dies und das und so weiter. Und die haben das überhaupt nicht begriffen, was eigentlich in Deutschland abgeht. Ja. Und ich wollte immer eine Dokumentation, übrigens ein ganz großer Teil des ersten Kapitels handelt von dem, weil ich wollte immer den Amerikanern, jetzt mittlerweile hat sich das geändert, aber früher war das so, dass ich eigentlich den Amerikanern, den schwarzen Amerikanern sagen wollte, mach doch mal eine Dokumentation von der Zeit, in den 60er Jahren. Ja. Dann, weil es gab weniger Kriminalität für Schwarze als in Amerika. Also das Märchen, das man in Amerika erzählt, dass Schwarze sind krimineller und Schwarze sind brutaler. Das hat man doch durch den Staatsapparat eingeführt. Das hat man in Deutschland beweisen können, war überhaupt nicht so. Verstehst du? Wenn du in Deutschland den 60er Jahre Leute gefragt hast, haben gesagt, die sind alle nett. Alle freundlich zuvorkommen,
Wir haben die Schwarzen gemocht. Wir hatten nichts gegen die. Ja. Überhaupt nicht, gab auch keinen Grund dafür. Ja? Ja. Also dieses kam alles, das kam erst durch die Propaganda, weißt du? Das kommt erst durch die Medien, wo dann die Leute einfach schlecht. Dasselbe hast du auch in dem Fall bei euch beiden und anderen. Ihr habt das doch auch erlebt in den ganzen Arabien und was da alles läuft. Das ist doch alles nur in dem Fall für die Medien gut, um irgendwie Angst zu machen und Geld zu verkaufen. Ja, also man verkauft Medien zu verkaufen sich besser. Hat doch nichts mit der Realität zu tun. Schau mal, ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Casablanca. Und ich kann dir nur sagen, ich habe überhaupt gar kein Problem. 0,0. Barbeida. Überhaupt null. Also im Gegenteil, ich muss sagen, die sind alle super nett zu mir. Ich gehe zu meinem Rasierladen, die brauchte gar nicht die Sprache sprechen, die wissen, was sie tun. Die schneiden mir sogar die Haare okay, weil sie normalerweise diese Fußballfrisur noch machen. Und alles wunderbar. Alle machen Ronaldo-Schnitt, ja. Das ist Standard-Ronaldo-Schnitt. Genau. Das habe ich normalerweise nie gemacht. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Friseuren. In dem Laden, wo ich da reingehe, da sind, glaube ich, 8 Leute drin, die Haare schneiden. Ja? Das ist wie ein Barbershop. Genau, wie so ein American Barbershop, original. Ja. Und jeder darf mal den Haar schneiden von mir, aber sie machen es alle gut. Das ist irre, das macht mich total verrückt. Ja. Aber ganz interessant, jetzt wieso, wir springen ja auch, aber wie bist du in Marokko gelandet? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das politisch wieder korrekt ist oder so. Ich kann es ja mal versuchen. Also mein Sohn kam 2003. Da war der in dem Fall 15, 16. Kommt er zu mir und sagt, Daddy, gib mir mal 100 Euro, ich will investieren. Was ist denn dafür? Ich will Bitcoin kaufen. Ich sage, okay. Dann kauft er Bitcoin und dann geht es von 300 über Weihnachten hinweg auf 700. Dann sage ich mir, wie kann das denn sein? Ich habe mir das angeschaut. Dann habe ich in dem Fall ungefähr ein halbes Jahr mich wirklich in diese Bitcoin-Geschichte hinein. Also, Anfangszeit. Ich blicke voll durch. Also, wenn es überhaupt jemanden gibt, der bei Bitcoin und alles weiß, ich schau mal hier. Dann habe ich das echt überarbeitet und habe echt begriffen, was abgeht. Nebenbei, dass mich das natürlich total angeturnt hat, dass ich dezentral mein Geld machen kann. Mit einer Kreditkarte und keiner weiß, wo und was und wie. Also ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen, es war perfekt. Ich dachte, die Welt ist endlich okay. Ja? Ja. So, und dann habe ich also Bitcoin, habe ich dann mit meinem Sohn und ein paar anderen Studenten, haben wir alle ein paar Euro investiert und haben also Bitcoin und haben danach, brauche ich ja nicht erzählen, ist ja von 100 Euro damals auf 20.000. Meine Tochter, die ist ja brasilianische Meisterin im Skifahren, die hat in dem Fall mit einem, ich habe gesagt, hör zu, ich bezahle das nicht für die Olympiade, das musst du selber bezahlen. Die hat von einem Bitcoin, ein einziger Bitcoin, ich hatte ja jeden Bitcoin, die so ein bisschen gegeben hatten. Ich hatte mal 100 Bitcoin oder 1000, ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Egal, auf jeden Fall, ich glaube 100 Stück hatte ich. Du hättest gut ausgesorgt mit Bitcoins. Ja, ich habe sie aber alle verkauft, ich bin ja ein Lebemensch, ich bin ja kein Sparmensch. Ja. Ja. Insofern, die hat von einem, wir sind 3 Monate lang von einem Skiort zum anderen Rennen gefahren. 3 Monate lang. Und am Schluss, er hat nur von diesem einen Bitcoin immer alles bezahlt. Am Schluss kam er mit mehr Geld zurück, als wir losgefahren sind. Weil der Bitcoin gestiegen ist. Genau. Und ich habe also schon viel Geld verdient. Aber die Sache war nicht mal unbedingt das. Das ist genau das, was wir eigentlich bräuchten. Also dieses dezentrale Geld, ja, das nicht von der Zentralbank gedruckt wird. Mittlerweile ist es alles übernommen. Richtig. Mittlerweile, du musst mal sehen, als ich 2015 viel Bitcoins hatte, da war in dem Fall der Anteil von den Minern, also deren, die Computer verkaufen, war, glaube ich, 3%. Heute sind es 83%. Das heißt, der Rest sind Banken. Also mit anderen Worten, als wir es gemacht haben vor 8 Jahren oder 9 Jahren, waren das alles Leute wie wir und vielleicht 3% andere. Und heute sind es genau umgedreht. Oh. Es ist alles nur noch die Miner, die Manipulation oder die Banken. Und deswegen kannst du es vergessen. Verstehst du? Das System ist nicht mehr das. Hat uns übernommen, wie immer. Also wenn immer was gut ist, das ist genau dasselbe, wenn du jetzt sagen wir, Grundstücke kaufen wolltest heute, dann musst du dahin gehen, wo die Studenten heute hingehen. Das ist der Platz, der in 10 Jahren garantiert die meisten Renditen hat. Noch mehr Tipps. Noch mehr Investitionen. Also auf jeden Fall Solar. Wir empfehlen also keine nein. Investment. Nein, dafür aber ich will nur sagen, nicht befugt. Nein, also was ich nur sagen will, gelernten. Für jemanden, der heute in dem Fall irgendwas Gutes machen will, was Sicheres, was Sinn macht, was überhaupt generell gut ist, der soll sich in dem Fall Solar. Also
Photovoltaik, Solar, Strom erzeugen über Solar ist das Geschäft schlechthin. Dazu kommen wir ja auch nochmal gleich. Du bist ja aber der, wir sind noch nicht in Marokko gelandet. Du bist der Pionier hier in Solar. Also ich habe dann Bitcoin und mein Programmer, also denjenigen, ich hatte dann, das geht ja beim Bitcoin, wenn du selber Bitcoins herstellst, da geht es ja um die Energiepreise. Und dann haben wir in Kanada, da war so ein Staudamm und die haben zu viel Energie produziert und haben das Energie umsonst gegeben. Mhm. Da haben wir da unsere Firma, unsere Miner dort hingestellt, haben dort geschürft. Und der Programmer, der das Ganze gemacht hat, war in Casablanca mein jetziger Partner. Das ist ein Marokkaner gewesen. Genau. Und der geiler Typ. Die sind überall. Wir haben Hunderttausende oder Millionen verschoben. Verstehst du, auf Zuschlag. Und bei einer 16-stelligen Nummer, wenn das Geld weg ist, ist das Geld weg. Verstehst du, das ist alles Vertrauen. Und wir haben uns nie kennengelernt. Wir haben uns nur immer nur telefoniert und dann irgendwann mal bin ich dann vorbeigegangen, habe ihn kennengelernt mit meinem Sohn auch und so weiter. Und sind immer gute Freunde. Und dann hat er seine Bitcoins verkauft und hat ein großes Gebäude, sehr, sehr großes Gebäude gekauft und hat mich gefragt, eine Solarfassade zu machen oder eine Fassade zu machen. Er wollte eine Glasfassade haben. Und dann kostete das normale Doppelglas in Marokko doppelt so viel wie das Solarglas doppelt. Ja. Da habe ich gesagt, bist du blöd? Dann machen wir alles Solar. Wenn es um die Hälfte billiger ist und das eine Geld ist aus dem Fenster geschmissen, das andere Geld bringt dir Geld. Ja. Ja, aber du musst dazu sagen, dass die Fassade, also das Glas, ne, ja, da ist ja Solar schon drin. Ja. Ja, das musst du noch dazu erklären. Weil ich will das sagen, die Photovoltaik, Doppelglas-Photovoltaik-Scheibe, genau, das ist nicht die Hälfte der Preise von der doppelten Nichtscheibe, doppelte Glasscheibe. Ja, aber das ist nicht typisch in Deutschland. Deswegen, wenn man sagt Photovoltaik oder Solar, denkt man immer nur an die an Dach, dass es Fenster gibt, wo die Sonne dann drauf scheint und dadurch dann Energie zu gewinnen. Das kennen die Leute hier noch nicht. Ja, das kennen die echt nicht. Ja, deswegen wollte ich gerade noch mal erklärt haben. Also heute brauchst du auch du brauchst nicht mehr in die Sonne. Du brauchst nur Licht. Also Photovoltaik wird erzeugt über Licht. Ja, nicht mehr über Sonne. Also du brauchst keine heißen Länder mehr, wo Sonne strahlt. Nein, ne? Im Gegenteil, die Solar funktionieren besser, wenn es kalt ist. Also die besten Erträge ist Schweden oder Norwegen im Winter, weil es kalt ist, wenn die Sonne scheint oder wenn es Licht ist. Weil die Licht am Schnee ist extrem viel, spiegelt und es ist kalt. Und damit hast du den meisten Ertrag. Okay, nochmal schnell Marokko abarbeiten. Ja, wir haben uns dann kennengelernt und dann habe ich gesagt, dann baue ich die Fassade und daraus haben wir dann die erste größte Solarfassaden. Wir sind ja Nummer 1 in Marokko in Solarfassaden und aus den Solarfassaden habe ich dann mit dem König zusammen, da war so eine Aktion da in der Universität. Den kennst du auch noch nebenbei? Nee, ich kenne ihn leider nicht, aber ich kenne den Minister, die kenne ich alle. Ja. Die alten Minister, die waren ja alle wieder neu jetzt, aber und dann haben wir über die Universität haben wir eine Decathlon, das war der erste, der in Afrika gelaufen ist, haben wir 27 Häuser gebaut, umweltfreundliche Häuser, von allen möglichen Universitäten auf der Welt. Ja. Und ich habe da mit der türkischen und mit einer Ruanda oder über die herkam. Aber wir haben Ruanda. Ja, also auf jeden Fall haben wir zwei Preise gewonnen. Wir haben wirklich tolle Häuser gebaut. Da kann man auch alles auf Video sehen. Ja, SunQ heißt die Firma, ne? Ja, SunQ. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann gehen wir in den Großhandel. Ja, weil das mit dem Arbeiten und Arbeiten in Marokko ist mit Arbeiter selber ist sehr schwierig, weil die, ich habe den 100-mal gesagt, ihr müsst Schuhe anhaben, ich habe den Helm gekauft, was weiß ich. Machen Sie nicht. Mit Sandalen und ohne Helm. Wenn einer runterfällt und sich das Genick bricht, bin ich schuld, verstehst du? Das ist mir zu riskant. Ja. Also das heißt, Stress. Du hast jetzt in Marokko, das ist ja deine Firma. Ich habe eine Großhandelsfirma. Und du bist ja auch ausgewandert nach Marokko, offiziell. Ja, könnte man so sehen, ja, für die Steuer auf jeden Fall. Ja, also offiziell. Offiziell, ja. Cool. Ausgewandert. Inoffiziell sehe ich meine Frau öfter mal. In Deutschland. Meine Frau ist ja Pianistin, ja, insofern ich muss dir ab und zu mal die genau Händchen halten. Ja. Die Brasilianer brauchen ja Carinhos, das weißt du als Fußballer. Wenn die keine Streichleinern kommen, können die Fußball Familie spielen. Und so, die brauchen das. Ne? Die Brasilianer brauchen das alle. Also wenn die nicht geschmust werden, in den Arm genommen, läuft gar nichts. Können die nicht Klavier spielen, können die kein Fußball spielen. Ja, Zachary, muss man noch ab und zu mal in den Arm nehmen. Nee, absolut, nee. Musst du machen. Muss man gleich mal machen. Aber das ist interessant, wo wir jetzt einen Punkt auch jetzt zum nächsten Thema finden. Sprung, Dormer wollte, glaube ich, schon dahin. Thema Solar.
Ja? Genau. Solar, du hast ja deine Insel, wann hast du die angemietet? 79. 79, für 100 Jahre, ne? Für 99. Entschuldigung, das wird mir nicht mehr passieren. 99, keine 100. Es geht 100. nur 99, deswegen will ich nicht lügen, du weißt ja. Ach so, das heißt, Inseln kann man nur 100, 99 Jahre, nicht, warum nicht 100? Ich weiß nicht, damals war es so. Heißt das Pachten? Ja, ja, Pachten, Mieten. Ja. Ja. Ich habe nur gefragt, ob das... Ja, ja. Kann man so sagen, ist schöne Pracht eher. Ja. Ja. Wobei die Tonganer, das ist scheißegal, was du da... Hauptsache Kohle. Erstmal ist Tonga von den ganzen polynesischen Inseln, haben selbst die Engländer, die ja wirklich im Schuss im Sender haben, ja, selbst die haben das die Friendly Islands genannt. Also wenn du einen Engländer siehst, egal wann, der irgendwo anders hingeht und dort lebt oder da mit Schiff ankommt, dann weißt du, was ungefähr abläuft. Also Mutual and the Boundary und Imperialismus und Indien und so weiter. Ausbeutung bis zum Gehen nicht mehr. Vergiss es. Also wenn die sagen, das sind aber nette Leute, dann weißt du das. Müssen die schon wirklich sehr nett sein. Das sind ja Polynesier, okay, das heißt sowas wie Hawaiianer. Das heißt, du... Ja, nee, eben nicht. Es gibt drei große Züge, wo muss man dazu sagen, die sind ja alle aus Asien gekommen. Und wenn du dir den Seeweg anschaust von Asien in den Südpazifik, dann ist der Weg nach Hawaii der härteste. Samoa, der zweithärteste und der, ich sag mal, eher noch vertretlich ist, sind also da wohl. Neuseeland. Neuseeland ist ganz schwierig. Also das kam viel später, erst im 19. Jahrhundert. Also früher, 2000 Jahre her und so weiter, mit ihren Kanus, da kamen diejenigen über Australien, ja, und dann nach Fiji, Tonga, da kamen sie noch hin. Ja. Aber ganz rüber nach Hawaii, du musst dir vorstellen, wenn das die Welt ist, dann ist Hawaii hier. Und Tonga hier und Australien hier, Neuseeland da. Und Neuseeland war ja so lange nicht gefunden, weil es keinen Seeweg gibt wegen der Winde. Weil du kommst mit dem Segeln da nicht hin. Du kriegst nicht den Wind und du kriegst nicht den Wind. Das heißt, deswegen kam Neuseeland war nie auf der Karte. Die kam immer noch Australien oder irgendwo anders, aber nie noch in Neuseeland. Mhm. Vom Segelboot her. Ja. Als Motor ist eine andere Geschichte. Ja? Weil die Strömungen und die Windsituation einfach unmöglich sind, um nach Neuseeland zu kommen. Interessant. Und genau, dann warst du auf Tonga unterwegs. Du bist ja jemand, der schon früh angefangen hat, mit Videokamera zu filmen. Das sieht man ja auch auf deinem YouTube-Channel. Ja. Und alle du politisch hast dann, unkorrekt, alle nackt und was weiß ich alles. Ja. Du hast dann, ganz gefährlich anzuschauen, bitte jugendfrei. Genau, aber du hast dann natürlich Energie gebraucht für deine Videokamera. Exakt. Ohne die gibt es die Filme nicht. Genau, und dann bist du auf Solar gestoßen. Naja, war das eigentlich der Grund? Nein, es gab nur keine Alternative. Ja, das meine ich ja damit. Ja, aber der Grund war, du brauchtest Energie, Strom für deine Kamera. Ja, es gab keine Alternative. Ja, die Alternative war der Dieselgenerator, was ja immer noch 85% aller Afrikaner immer noch heute nutzen. Mit Dieselmotor in dem Fall, also laut, stinkt und kostet eine Menge Geld. Und die Alternative war Solar. Und die Solar damals war extrem teuer. Also ein Watt, ja, also eine Glühbirne, sagen wir mal. Ja, wenn man von Watt kann sich jeder vorstellen. Ein Watt kostet heute 15 Pfennige. Und ich habe damals in dem Fall 15 Dollar bezahlt, anstatt 15 Cent. Also von 15 Pfennige auf 15 Euro. Der Unterschied in 40 Jahren. Mhm. Für dasselbe Watt. Das heißt, wenn du heute zum Beispiel, egal wie, über Photovoltaik, Energie, Elektrizität erzeugst, dann bist du ungefähr im Bereich von 2 Pfennigen pro Kilowatt. Verkauft wird es dir zwischen 16 und 26 Cent. Mhm. Ja. Atomstrom kostet 6 Cent. Es ist dreimal so teuer. Ja. Als Solar. Als Solar. Also die Saudi, nicht Saudis, die... Wie kommt das dann, dass die Bundesregierung die ganze Zeit so viel an Atom festhält? Ja, nur die FDP, sonst niemand. Ja, ist ja egal, aber trotzdem sind die ja immer noch... Ja, ich meine, die haben ihre Interessen. Alle Lobbyisten, die da schieben und drücken und ziehen, macht überhaupt keinen Sinn. Null Sinn. Also wenn du sagst, 6 Cent kostet Atomkraft zu... Minimum. Minimum. Und das ist ohne Entsorgung. Und so nur Herstellung. Genau, da musst du noch entsorgen, ja, du musst die ganze Genehmigung, Doppelte. Du musst das ganze Ding bauen, du brauchst viele Mitarbeiter. Und Dings kostet 6 Cent. 2 Cent, sorry. Ja. Haben wir in Marokko sogar noch weniger. Marokko liegen wir bei 1,4 Cent. Die Engländer sind schlau, die holen sich von da den Strom, ne? Die Engländer machen jetzt ein Kabel, aber die Engländer haben natürlich auch Öl und sie haben auch in dem Fall Wind, eine ganze Menge Wind. Die haben ja da oben, weiß da, ich selber. Da bläst dir der Wind an 24 Stunden. Wenn du jetzt zum Beispiel so viel Wind hast wie die Engländer, dann ist Wind natürlich noch kostengünstiger.
Aber der Wind ist in dem Fall kostengünstig. Also das Beste ist Wasser. Also Wasserkraftwerk ist das Beste. Staudämme, ne? Einfach fließendes Wasser, sagen wir mal, fließendes, egal was. Ja. Wie die Mühle ja. beim Bauern. Das ist das Beste, das Billigste. Und danach kommt in dem Fall also Wind, wenn der Wind denn wirklich konstant weht. Ja? Mhm. Dann ja. Und ansonsten für jemanden, für uns alle normalen Menschen ist Solar das Ding, weil du brauchst keine Wartung. Du legst es genau, in den Garten. Und da bist du dann vor 40 Jahren ne? genau. auf Solar gestoßen. Genau. Und seitdem genau. ist Solar ein Thema bei dir. Ja, also nicht jetzt seit ja, so mit vielen 7, 8 Jahren ist das ja so ein bisschen Thema jetzt, ne? Ja, Photovoltaik. Mit vielen Unterbrechungen, aber sagen wir mal so, ich verfolge den Solarmarkt seit über 40 Jahren. Also genau. Also du bist Profi da drin. Ja, würde ich jetzt, ich würde mal sagen, ich bin Dinosaurier. Okay, aber also mehr als Profi. Profi sein Vater, sagen wir auch in Umgangssprache. Ja, also das ist schwierig, weil ich. Aber ganz kurz, das heißt, und ab wann hast du dann überlegt, daraus ein Business zu machen? Ja, gar nicht. Es hat sich nur so ergeben durch diese Fassade. Und weil ich eben sowieso den Freund hatte, der da in Marokko war. Ah, okay. Das heißt, es hat wirklich erst vor 5 Jahren dann angefangen, ja. professionell zu werden. Nee, ich hatte vorher schon Investments immer wieder mal ab und an. Ich habe dann immer wieder mal Aktien gekauft. Ja, aber das meine ich ja damit. Wann fing das an, dass du wirklich gesagt hast, okay, das ist die Zukunft? Ich würde sagen, also nach 79 war ja, habe ich es ja, da war es aber zu teuer. 81 habe ich in dem Fall in Boulder Öko Capital gegründet. Und Öko Capital bin ich dann Gastprofessor bei immer. Gastprofessor in der Universität zu? Colorado. In Colorado. Also Gastprofessor kann jeder werden. Verstehst du? Du brauchst was eingeladen klar. und dann kannst du einfach da rumlabern. Und wenn du etwas zu sagen hast, das die Leute interessiert, und das ist und ja das neu ist. Das aber, muss neu sein. Ja, aber das ist ja der springende Punkt. Ja. Da machen wir schon, dass es jeder kann. Das ja, schon ein bisschen, ich hatte ne? was Neues. Ich hatte das Ding Öko-Capitalism. Das gibt es noch nicht. Da gab es also einen Professorin und die hat wirklich wissenschaftlich ergründet, dass es eigentlich anachronistisch ist, aber Sinn macht. Und da es Sinn macht und es noch nicht gab, haben sie die Fakultät Öko-Capitalism und da sollten wir eine Partei machen im Übrigen, weil das ist eigentlich die Zukunft. Es ist nicht liberal, es ist nicht SPD, es ist nicht gar nichts. Es ist Öko-Capitalism. Also das heißt, Geld machen und die Welt glücklicher. Oder die ich habe mich immer für die Wale eingesetzt und viel weniger oder viel mehr für die Natur als für Menschen. Menschen interessieren mich eigentlich viel weniger so als Spezie. Sind wir die wirklich in dem ein bisschen zuwider? Also von dem, was sie tun, in dem Fall im Sinne von Vernichtung. Ich habe gedacht, du magst Kriege nicht. Und so weiter. Dich natürlich schon. Ich meine, die okay. Ausnahme mag ich schon, aber ich sage jetzt mal so als Spezie. Ist mir der Mensch schon wirklich in dem Fall, also ist als vom Tierischen her gesehen, in dem Fall ist schon wirklich also sehr brutal. Egal, auf jeden Fall Öko-Capitalism habe ich da gemacht. Das war auch angekommen. Ja? Das heißt, das, okay. andere, das ging auch. Aber ganz kurz, ne? Stichpunkt Öko-Capitalism. Ja. Als du bist ja von Chicago, von der Exchange nach New York, an die Wall Street, richtig oder was? Erst einmal Deutschland. Ich habe in Deutschland erst eine Investmentbank gegründet. Genau, aber Hamburg. Du warst auch nochmal in Dings. Und du bist ja dann mit deinem, mit deinem Idealdenken über die Welt, hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt dahin und verändere die Welt. Nein. Ich war in Hamburg, habe irre viel Geld verdient, habe Khashoggi, aber mir ging das nach ungefähr, ich hatte dann zwischenzeitlich auch geheiratet, hatte eine Frau und die wollte plötzlich immer mehr und es wurde immer, dann habe ich das alle Hamburger Ballett gesponsert und dies und das und irgendwann habe ich mir gedacht, was soll der Scheiß? Bringt ja gar nichts, nur Geld verdient, ich habe Geld verdient ohne Ende, aber das war nicht mein Ding, dann habe ich das alles aber verkauft und bin dann nach New York gegangen und gesagt, jetzt machen wir mal nichts. Nein, aber ich will eigentlich darauf hinaus, du warst an der Börse und hast gesagt, okay, ich versuche jetzt hier die Welt besser zu machen und hast dann festgestellt, dass die Menschen, die da agieren, was ist das für eine Spezies? Nee, also es ist ein bisschen der muss schon. Du hast irgendwann festgestellt, okay, ey, so läuft das nicht mit meinen Gedanken in den ersten 2 Wochen, wenn ich nicht ein Hai werde. Also ich empfehle dir wirklich, das Buch zu lesen oder die Dokumentation zu sehen. Die Dokumentation ist gut, ja. Weil es ist einfach so, es ist chronologisch nicht ganz richtig und es ist auch wirklich, möchte ich nicht so darstellen. Also es dann war so. Korrigiere mich. Ich habe in Hamburg relativ kann man sagen, erfolgreiche Firma. Ja, vielleicht war es Zufall, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dann kam 86 Tschernobyl.
Dann saß ich da in meinem Marmorgebäude, verstehst du, und Radioaktivität überall. Dann habe ich gesagt, okay, Ende Gelände. Und in 86 gab es 13 Sonnentage in Hamburg. Also das war es jetzt, verstehst du, für mich. Ende Gelände. Jetzt sind 17. So, dann habe ich alles verkauft und weg, war ein Fehler. Ja. Ökonomisch gesehen war das vor der Wende total blöd, ja. Aber es war mir egal. Dann bin ich nach New York gegangen, habe erstmal nichts gemacht. Fußball gespielt, Disco, Partys und so weiter, war eine gute Zeit. Und dann habe ich in dem Fall ein bisschen mit meinem eigenen Geld gezockt und habe dann zwei Leute kennengelernt, zwei junge Leute, die waren super intelligent. Der eine davon, habe ich erzählt, der hatte den größten Halal-Laden jetzt in Amerika, ne? Nachdem er, also eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Halal-Essen oder? Halal, weiß ich nicht, Großhandel oder irgendwas. Hauptsache Halal. Ja, auf jeden Fall Halal. Auf jeden Fall, die haben mich total beeindruckt. Ich saß da bei einer Firma, Monis Crespi & Hart, und die waren damals ein Insider-Haus für die ganz linke Abteilung, die extrem linke Abteilung aller Kai Icon, die solche, der Film Wall Street, hast du vielleicht gesehen? Wolves of Wall Street. Nicht ne? Wolves of Wall Street, Wall Street. Der erste, der alte. Der spielt über TWA, das heißt, der Icon hat eine Firma übernommen, und um eine Firma zu übernehmen und einen Hostile Takeover zu machen, musst du mindestens 5% da haben. Und wenn jetzt der Markt rauskriegt, dass du ihn übernehmen willst, dann geht der Preis hoch, wird es teuer, wird es nicht mehr. Also musst du jemanden haben, der das für dich irgendwo unter dem Tisch kauft. Das war Monis Crespi & Hart. Und um das Ganze abzudecken, dass sie auch was anderes machen, haben sie in dem Fall mit der Universität Harvard die besten Schüler immer haben gesagt, ihr dürft aber einen Vortrag machen. Und die haben nie irgendwas gekauft, in dem Fall nie irgendwie Bock auf das Ganze. Aber ich fand das total beeindruckend. Also ich war von denen absolut beeindruckt. Wir wurden dann Freunde. Und dann habe ich mit denen, ich hab dann investiert in deren Ideen. Und das Erste, was ich investiert habe, war die Firma Simple Technology. Und Simple Technology hatte diesen Scanner für den Barcode. Mhm. Das war die erste. Die erste Firma? Die erste Firma, 84. Und die zweite Firma war Ryder, das war der größte Transportunternehmer, und die hatten aber kein Mobiltelefon. Und die haben die dazu gebracht, dass sie den Lastwagenfahrer Mobiltelefone brachten. Und damit konnten die erreichen und dann konnten die Fahrten besser planen. Da sind die Umsätze gleich mal verdreifacht und so weiter. Da haben wir richtig viel Geld verdient. Und dann später kam Home Shopping Network. Ich weiß nicht, ob die Home Shopping Network kennt. Bekannt. Das war die dritte. Home Shopping Network. Da warst du auch mit dabei. Da war ich auch mit dabei, ja. Und ganz am Anfang. Und das ist eine bekannte, ja. Das war wirklich eine irre Geschichte. Sehr bekannt. Home Shopping Network war echt eine irre Story. Kann man mal extra drüber unterhalten. Auf jeden Fall bin ich, dann kam einer meiner Broker, also der mein Geld verwaltet hat, Jeffrey, der sagt... Aha, ist das unser Jeffrey? Ja, unser Jeffrey. Kennst du den? Der sagt, okay, du pass auf, lass uns doch ein Brokerhaus machen. Da sage ich, ja, okay, Broker, wieso denn? Ist alles gut, wie es ist? Ja, nee, und okay, dann habe ich gesagt, gut, dann lass uns ein Brokerhaus machen. Dann machen wir eins in Soho. Das war damals überhaupt nicht angesagt. Ist das nicht diese indianische... Soho ist also wirklich South of Houston Street. Das ist da, wo die ganzen Models das und ist Soho ist. Die ganze Kunstszene und so weiter. Naja, auf jeden Fall sind wir da hingegangen. Ist das auch Manhattan? Es ist Manhattan. Manhattan, ja. Ne, so, ja. Sind wir da hingegangen, haben eine Investmentbank gemacht und so weiter. Und dann, so bin ich dann in dem Fall in Wall Street. Okay, gegangen. Aber. Ich wollte ja gar nicht. Nee, ich habe es aber chronologisch nicht falsch und auch nicht falsch gelesen. Nee. Ich rede davon, wo du das erste Mal aus Südamerika nach Chicago kamst, ja. An die Exchange. Ja. Und mit deinem Idealen die Welt zu verbessern. Und da plötzlich nicht. Festgestellt hast. Da hatte ich noch keine Ideale, da wollte ich nur Geld verdienen. Da, aber wann, wo du festgestellt hast, boah, das sind ja ganz andere... Das war ungefähr zwischendrin. Also ich hatte zwischendrin ungefähr anderthalb Jahre, in dem ich noch in Deutschland war. Also ich hatte einen Trick, wie ich ohne Risiko viel Geld verdienen konnte. Das war einzigartig. Ich war ja im Endeffekt eigentlich spezialisiert darauf, wie ich ohne eigenes Geld viel Geld verdienen konnte. Und am besten noch ohne Risiko viel Geld verdienen. Das war eigentlich mein Spezialding. Den Trick würde ich gerne mal erfahren. Ja, also das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Also da bin ich ganz besonders drin gewesen. Und das eine war der Schüttelscheck, der kam aber später. Und das andere war eigentlich, dass ich gedacht habe, okay, mit Faxmaschinen. Also Inside-Informationen über Faxmaschinen. Also mit anderen Worten, ich hatte am Anfang schon die Technologie gewusst von Faxmaschinen. Also was ein Schüttelscheck ist? Check, Check kennst du ja. Ja. Schüttelscheck. Du kannst so lange schütteln, wie du willst, da kommt nichts raus.
Deswegen heißt der so. Also auf jeden Fall. Und da in der Zeit, als ich am Anfang war, als ich noch idealistisch war und dachte, wolltest du, ja toll und so weiter, alles. Ja. Genau, das meine ich. Das war ungefähr, ich würde mal sagen, wenn du einen Zeitpunkt zu nennen, war ungefähr 82. Ja? Und dann habe ich gedacht, das sind ja alles Verbrecher. Alles nur in dem. Da gibt es übrigens ganz, ist in mir mein also Buch auch drin. Eine Frage. Wall Street Moral 0. 0,0. Das ist ein einziger, also der Downey Junior, also ungefähr 19 oder 20 Jahre alt ist, geht an die Wall Street und kommt danach raus aus der Wall Street. Und es ist so gut, was er danach sagt, dass ich es nicht jetzt wieder sage, ich könnte es sagen. Ich kenne das Zitat. Das ist der Devil. Was mit Affen? Genau. Oder? Nein. Wenn das die Hölle ist, also das ist die Hölle auf Erden. Ja. Und die Sache ist einfach die, der hat es perfekt auf den Platz gebracht. Ja. Und es ist einfach so, um es mal grundsätzlich zu sagen, Integrität wird als Schwäche übersetzt. Dort. Generell. Du nimmst die schlauesten Leute, die besten Leute, die, was weiß ich, und du sagst, die programmierst denen und gibst ihnen eine Droge, die ist Geldgier. Und je mehr du Geld verdienen kannst, also mit anderen Worten, das Beste ist, wenn du als möglichst superreicher stirbst. Möglichst reicher als alle anderen. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn. Der Sinn mein Ziel wäre es, als ärmster Mann zu sterben. Verstehst du? Also das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Und als ich das erkannt habe, da habe ich gesagt, ja, das kannst du vergessen, ne? Dann haben wir gedacht, okay, wenn das so ist, dann ist es ja Open Game. Ja? Dann war mein Anspruch, wie kann ich noch linker sein als die und dieser gelinken. Das war so mein sportlicher Ansporn, weißt du? Also, und da kommt dann der Schüttelscheck. Das heißt, ich also habe die total rübergeholt. Ich habe die rübergeholt mit der Ehrlichkeit, mit einer Story, die so verrückt war, dass sie nur gut sein konnte. Ich habe sie total gefilmt. Und da bin ich ja echt berühmt geworden im Endeffekt damit. Also der Chef von der Deutschen Bank, Heiko Thiem, den kannst du ja mal ansprechen. Ronald Springer, der wird dir erzählen. Wir holen den auch in den Podcast. Wir haben den Donald Trump kennengelernt. Weil damals war es so, jedes Investmentbank hat den Boxer. Ja? Also man hat immer Boxer. Ja. Man hat die, also so als Sport. Ja? Man hat sich welche gekauft. Oder man hatte einen Angestellten, der selber Boxer war. Egal. Dann hat man gegen die anderen gekämpft. Und wie unser jetzt? Boxer... Das kenne ich selber noch aus Madrid. Ja, und unser Boxer war ein richtig geiler Eddie. Ein richtiger Hauer. Der richtige so Boxer Tyson. Gehabt. Ja, ja. Die haben dann Tyson. Ja, von Investmenthaus zu Investmenthaus haben die gegeneinander gekämpft. Genau, also früher. Und die haben, sich dann gewettet Pferde. Und haben sich daran belustigt. Genau. Wie Wolf of Wall Street. Genau. So, und unser Boxer Eddie war ein richtig guter. Ja. Und der Typ von... Ihre? Ihre? Nee, war Schwarze. Und der Typ von Gypsy King. Der Typ von Trump, ja, der Trump war so ein Arschloch. Also der Trump hatte dann auch ein Investment. Er hatte auch einen Boxer. Auch ein Investmenthaus mit einem Boxer? Nee, er hatte einfach nur einen Boxer. Und was hat er gemacht? War Immobilien. Der hat gegen unseren Boxer gekämpft und unser Boxer hat immer richtig vernagelt, ja. Wichtig jetzt. What? Das ist eine ganz wichtige Information. Ja. Also euer Boxer hat den vom... Hat der Trump Eddie den vermagelt oder umgekehrt? Nee, Eddie hat den... Typ vollblatt gemacht. Sehr gut. Und vorher trifft man sich ja immer, ja. Und dann kommt eben dieser Trump da und macht da einen Spruch, wenn du den gesehen hättest, wie der früher aussah. Ja. Und er sieht leicht aus wie ein Schwein. Also, bisschen. Vor allem, der kann doch die Farbe, wenn du also so drückst, bleibt ganz lange weiß, diese Punkt. Du, die kannst du echt vergessen. Ja. Und du musst ja wissen, sein Vater war ja der alles aufgebaut hat. Ja, ich weiß. Und sein Vater hat nur alles aufgebaut, weil er die Mafia im Rücken hatte. Und die wiederum haben ihm über die ganzen Gebäude zugeschifft. Also diese riesigen Dinger, diese hässlichen Dinger, die überall rumstehen in New York, die sind alle Trump. Mhm. Also von seinem Vater. Mhm. Und Trump hat das einfach nur übernommen. Verstehst du? Und hat einfach ein unglaubliches Talent für Marketing. Ja? Einfach seinen Namen vermarktet. Und in dem Zusammenhang über diese ganze Boxgeschichte, was weiß ich und so weiter, hat man sich mal, aber man hat ihn immer mal getroffen. Und wir hatten dann eine Zeit lang, so in den 87er Jahren, da hatten wir wirklich die besten Partys in New York. Also wenn du nicht eingeladen warst, die Firma hieß Global Capital, wenn du nicht bei Global Capital eingeladen warst, das kann man auch alles auf deinem YouTube-Channel sehen, ja, ne? Mit Bild mit und Filmen. Auch wie du da oben stehst und laberst. Siehst ne? mich tanzen. Also redest, ja, tanzt. Volles Programm, ja. Es gibt ja eine Serie, die handelt über den, ich gucke nicht viel Serien, aber das weiß ich, weil ich mich viel für Investmentbanking interessiere. Billions?
Billions. Ist der Best. Genau. Der Billions, der da ja, der Hauptdarsteller. Steve Cohen. Der Hauptdarsteller ist ja ein anderer. Nein, aber ich sag, den der versucht da darzustellen, das ist bekannter von dir. Nee. Aber ich wollte meine Firma, ich hatte eine Investmentbank dann gegründet, also mit meinem Partner zusammen. Und irgendwann mal macht es überhaupt keinen Spaß mehr. Das war nur noch, ich hatte nach 400 Broker und war nur noch Psychoanalytiker und vollkommen daneben. Und dann habe ich gesagt, es ging dann überhaupt nicht mehr weiter. Ich habe gesagt, lass uns jetzt verkaufen. Und die einzige Firma, die ich dachte, ich verkaufen zu können, war Steve Cohen. Und Steve Cohen war in New Jersey, nicht in Jersey, im Osten von Connecticut. Und die haben mit 5 Leuten so viel Umsatz gemacht wie mir mit 500. Und dann hat er mir gesagt, und darauf basiert diese Story Billion, die Serie Billions, basiert auf Steve Cohen, der Besitzer dieses Ding, der damals schon 1 Milliarde bezahlt hat, Strafe an die Börsenaufsicht, SEC. Weil er nur Informationen, nur Insight gemacht hat. Weil in dem Level läuft alles Inside über, wer besticht wen. Wer bezahlt korrupt wen. Total. Das ganze System ist komplett korrupt. Das funktioniert nur auf Korruption. Was war bis dahin dein größter Deal? Also nicht rein nur vom finanziellen Volumen, auch, dass du 2 Leute zusammengebracht hast. Prestige. Oder eine große Company mit einem Land zusammengebracht hast. Was war... In welchem Zeitraum? Wann? Egal. Dein größter Deal, also auch für dich, ne, als... Also ein größer Deal heißt nicht immer nur Finanzvolumen. Ne? Wenn man zum Beispiel schafft, jemanden dazu zu verhelfen, eine große Firma oder... Verein zu kaufen zum Beispiel, ne? Sunderland. Ja, irgendwas. Also es muss nicht immer... Ne? Ich messe das nicht daran. Zum Beispiel bei mir... Ich messe andere Sachen, ne, die für mich dann, es geht nicht immer nur um Finanzvolumen. Was war bis jetzt dein größter Deal? Wenn es schwer ist, dann kannst du auch 3 nennen. Ja, also weißt du, Top 3. Mein größter Deal war, dass ich eine tolle Frau gefunden habe, die ich heiraten konnte. Das war der größte Deal, der schwierigste, der anstrengendste, der teuerste, der erfolgreichste war wirklich die Heirat meiner Frau. Das sagen wir aber auch oft, haben wir auch schon öfter also was gesagt. Was Härteres, also das war, das war wirklich der größte Deal, den zu machen, die zu heiraten, da war ich echt, musste ich mich echt anstrengen. Okay. Das war nicht einfach. Also nicht einfach, weil du Aufwand betreiben musstest, um sie zu bekommen, oder weil du dich persönlich anpassen musstest? Nein, einfach musstest. Nur, weil ich war einfach so verliebt. Ja. Ja, meine ich ja damit. Ja, und sie war einfach so eine extrem, das ist wie wenn du, verstehst, Jäger bist, ja, und diese Giraffe ist einfach unglaublich schnell, ja. Und die zu kriegen ist einfach eine richtige Anstrengung. Du musst Antilope, dir wirklich was überlegen. Antilope. Ja? Antilope. Ja, noch besser, ja. Die schmeckt sogar noch besser. Aber ich will sagen, also das war wirklich schwer. Aber vom finanziell. Und das ja, war nicht nur für, also Business. Ja, also kommen wir zu Business. Das war menschlich, jetzt kommen wir zu Business. Also mein bester Deal bei Weitem war Bitcoin, würde ich mal sagen. Also war der wenigste Aufwand und der größte Ertrag. Mhm. Und das geringste Risiko. Also ich habe noch nie sowas erlebt wie das. Also Bitcoin war... Du warst ja relativ in Anfängen, ne? Ja, relativ früh, ja. Also bei 120 Euro habe ich das erste Mal gekauft. Oder so. Mhm. Das war mit Sicherheit der beste von allen Dingen. Ansonsten in dem Fall gab es viele Dinge, wo ich sage, okay... Die waren gut. Also ich meine zum Beispiel, dass ich habe ja ein Rennauto, also ein Lastwagen, 8-Rad an Lastwagen, an die Börse gebracht und bin dann nach Paris-Dakar gefahren. Das war ein echtes Achievement. Also das zu schaffen. Was bist du gefahren? Ich habe einen Lastwagen. Ja, bis dahin habe ich es doch verstanden. Ich bin Paris, Kapstadt. Ach, Paris. Das war die Rallye Paris-Dakar. Paris-Dakar, ja. Aber damals war das erste Mal und einzige so Mal bei Paris-Kapstadt. 16.000 Kilometer. Mit den Aston Martin? Nee, mit dem Lastwagen. Asako Lastwagen. Und was bist du mit dem Aston Martin gefahren? Oh, einfach nur so rumgefahren. Einfach nur Leute anmachen. Ja? Das war eine reine Anmache. Weil die ganzen, du glaubst ja nicht, diese Oldtimer-Szene, was das alles für Egos sind. Ja? Und die richtig anzumachen, macht Spaß. Ja? Ja, das war, aber nicht immer, nur mal ab und zu mal so. Ne? Aber sag mal, das war ein Achievement. Also diese Paris-Dakar, muss ich sagen, dass wir das geschafft haben, das war wirklich, also das war schon wirklich eine Leistung. Weil das geht eigentlich nicht. Ja, okay, man und merkt. Du musst dir vorstellen, das ist wie wenn du echt ein Gogo-Mobil in die Formel 1 bringst. Aber so auf diesem Level, ja. Also man merkt, dass so, sag ich mal, so finanzielle
Sachen für dich immer noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Das also hast du zwar alles gemacht, hast auch immer sehr, sehr viel. Ich könnte eher sagen, die Deals, die größten Deals, die gelaufen sind, die habe ich nicht gemacht. Verstehst du? Also zum Beispiel dieses Algorithm, also wo ich hätte ich die Chance gehabt, was ich nicht, ich hätte es ja machen wollen, nur die haben es nicht machen lassen. Es war zu groß. Ja? Genau, also wenn du gegen das Pentagon oder gegen gewisse Interessengruppen in Amerika was machst, dann bist du entweder im Knast oder tot. Ja? Im besten Fall im Knast. Wie uns der okay, du warst in vielen Ländern. Ja. Top 3 Ländern. Top 3, ja, was? Ja. Früher insgesamt? Alles, immer alles. Für dich heute, die Top 3 Länder auf der Welt. Für heute? Die Top 3. Musst du sagen. Du kannst nicht sagen, nee. Also ich würde sagen, von den Menschen. Marokko? Auf jeden Fall. Gehört zu den Top 3? Ja, Top 3, ja. ich würde sagen, Marokko ist wahrscheinlich beste Land. Ich würde sagen, beste Land, also wenn ich dort leben könnte, wollte, wie auch immer, so vom menschlichen her, würde ich sagen Tonga. Also nach wie vor halte ich immer noch da, gut. Die Insel. Und ansonsten muss ich sagen, gibt es mehrere. Portugal finde ich nicht uninteressant. Nur noch eine. Finde ich nicht nur noch eine. Das waren zwei. Kroatien vielleicht, aber die Sprache ist ein bisschen anstrengend. Ja. Also es gibt schon ein paar, die man in gibt engeren... Gibt es noch Länder, die du gerne bereisen möchtest, die du noch nicht gesehen hast? Ja, gibt es schon. Welche? Ja, Mongolei zum Beispiel würde ich jetzt demnächst mal hinfahren. Und, kannst du Pferdefleisch essen? In Afrika gibt es einige. Es gibt einige. Kannst Pferdefleisch essen in Mongolei? Die haben ja... Pferde mehr als Menschen. Ja, ich bin lieber, in dem Fall auf dem vegetarischen Ding, aber egal. Weiß nicht, nee, ich glaube, einfach mal so interessant wäre das schon. Afrika gibt es noch einige Plätze, die interessant sind. Ja, Afrika finde ich sehr, sehr interessant. Ja, aber sonst, also Europa kenne ich eigentlich alles. Middle East interessiert mich überhaupt nicht mehr. Asien habe ich auch alles hinter mir. Südamerika sowieso schon. Hä? Südamerika ist immer okay, aber ist mir jetzt auch zu anstrengend. Okay, die drei Menschen, die dich am meisten inspiriert haben? Poh, also ich würde mal sagen, auf jeden Fall Nummer 1, Muhammad Ali. Auf jeden Fall. Nummer 1. Hätte ich mit am wenigsten gerechnet jetzt. Auch, habe ich gar nicht drauf. Also Muhammad Ali hat mich total beeindruckt. Mein absoluter Hero. In jeder Beziehung. Ja, also ohne mehr Muhammad Ali hätte ich wahrscheinlich viele Dinge nicht gemacht. Krass. Aber weißt du... Hast du ihn getroffen? Nee, ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber ich habe ihn kämpfen gesehen und ich habe, wie er geredet hat. Und wie schon gesagt, mit meiner Affinität für Schwarze sowieso, ich mag ja Schwarze, unglaublich. Also ich mag die Musik, ich mag Jazz sowieso und die ganze Musik jetzt neuzeitlich nicht mehr so, aber so vor 30, 40 Jahren und so weiter und wie der geboxt hat, das war ja der Wahnsinn. Der getanzt, nicht geboxt. Ne? Ja, der war einfach, ich würde sagen, im Fußball wäre es Pelé, aber lass mal, du hast mich jetzt beeindruckt, weil Pelé habe ich sogar kennengelernt. Ein sehr, sehr netter Mensch. Okay, Muhammad Ali. Muhammad Ali, dann würde ich als zweiter Mandela. Nelson Mandela, getroffen? Nein, aber ich meine beeindruckt. Ja. Beeindruckt, ja. Dass jemand nach so viel Stress so viel Liebe aufbringen kann, das ist beeindruckend. Definitiv. Ja. Also, und der dritte würde ich sagen, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt? Ja. Also Helmut Schmidt, ich habe ihn getroffen. Passt den zwei anderen gar nicht, aber warum? Ha? Der passt zu den zwei anderen ersten. Naja, ich habe Helmut Schmidt kennengelernt und ich würde sagen, Rudolf Augstein auch, aber Helmut Schmidt war jetzt dominanter noch als Rudolf Augstein. Da musst du ein bisschen die Geschichte kennen. Ja. Ja. Aber viele gute Sachen. Helmut Schmidt war wirklich jemand, der mich, wir sprechen ja von beeindruckt. Richtig, ja. Ich meine, Augstein habe ich gemocht, wir waren Freunde. Ja. Aber beeindruckt, ich mochte den Helmut Schmidt nicht unbedingt, aber er hat mich beeindruckt von seinem unglaublichen Intellekt. Also ich habe den, weißt du, mein Büro war in der Agnesstraße und gewohnt habe ich in der, Entschuldigung, mein Büro war in der Hallwegstraße, mein Zuhause habe ich gewohnt, um den nächsten Kanal rum in Agnesstraße. Und zwischendrin gab es ein Restaurant, das hieß Schmitz. Mhm. Und da habe ich der Helmut und alle anderen haben da einfach gegessen, ohne Bodyguard, ohne alles. Und da konnte man einfach reingehen. Und ich habe ja damals diese Zeitung, die deutsch-japanische Zeitung, Deutsche Shimbun, herausgegeben und dann habe ich ihn kennengelernt. Und warte ganz kurz. Du hast damals eine deutsch-japanische Zeitung rausgegeben. Genau, Deutsche Shimbun. Wie kommst du denn dazu jetzt? Es gab keine Möglichkeit, mit solchen Leuten wie Franz Josef Strauß oder anderen in Kontakt aufzunehmen. Verstehst du? Der Anruf ist, ich möchte mit mir sprechen. Who the fuck are you? Ja? Aber so habe ich gesagt, wir sind von der deutsch-japanischen Zeitung, nämlich in der Jumann, haben die gesagt, oh, kommen Sie mal vorbei. Dann habe ich sie alle kennengelernt. Und dann hast du auch die Zeitung tatsächlich rausgebracht. Ja, ja, wir haben mehrere rausgebracht.
Und, aber der witzigerweise war, deutsch-japanische Zeitung. Weil die war ja auf Japanisch. Du kannst sie selber nicht lesen. Wir haben die Zeitung geschrieben. Ne? Ja. Also wir, mein Freund und ich, wir haben die gemacht. Die war so ein bisschen wie Rolling Stones, riesen Ding. Und dann haben wir die nach Japan geschickt. Damals ja noch gab es ja kein Internet. Da musste man das nochmal Flugzeug. Dann haben die es in Japan gedruckt, weil wir ja auch die Zeichen gar nicht hatten. Und haben es dann zurückgebracht. Und die wurde verkauft, verschenkt von der japanischen Airline zwischen Japan und Deutschland. In Deutschland war Düsseldorf die größte japanische Kolonie. Bis heute noch immer noch. Genau. Japanische Restaurants. Und was wir aber nicht wussten, war, dass die Japaner die Storys total anders geschrieben haben. Also wir haben geschrieben, der Franz Josef Strauß ist ein schlechter Typ, isst aber zu viel Schweinefleisch, okay? Dann haben die geschrieben, der Franz Josef Strauß ist ein kompletter Depp, der fährt Volkswagen und isst nur Schweinefleisch. Und die haben das komplett rumgedreht. Ja. Die Sauerbeutel. Und typisch japanisch halt, verstehst du? Die lachen dich an und machen was ganz anderes. Ja. Und insofern hatte ich also den Schmidt kennengelernt und ich muss sagen, das war beeindruckend. Weil so ein Intellekt wie der, ob das alles richtig war, ob man das alles mochte, ich hatte eher mehr Vorurteile damals für ihn. Ich habe ihn weniger gemocht. Aber ich muss sagen, wie er die Welt gesehen hat, kann man ohne weiteres in Frage stellen, würde ich auch tun. Aber das war schon beeindruckend. Also seine Historie, seine Person fand ich beeindruckend. Also wenn du da sagst, es sind nur drei, ich wüsste doch eine Menge mehr. Ja, aber ich kann sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann? Keine Frau dabei, das würde ich jetzt mal an deine Frage. Also ich habe mich jetzt extra in dem Fall zurückgehalten. In dem Fall, ja. Nö, wieso? Wenn du Frauen hast, die dich beeindruckt haben, also auf einer anderen nicht sexuellen Dimension. Dann kannst du gerne erwähnen, ansonsten nicht. Ja, also ich muss sagen, alle Frauen meiner Familie beeindrucken. Alle. Also meine Frau, ihre Mutter, die Schwestern, alle komplette Granaten. Also alle wirklich außergewöhnlich. Sehr schwierig für jemanden klarzukommen mit, aber beeindruckend. Also alle irgendwo space-mäßig. Und ich meine, dann macht ja auch Frau seinen Sinn. Verstehst du? Ich meine, wenn es nicht sowas gibt, macht es ja gar keinen Sinn. Da ist ja besser, allein zu sein. Ja. Richtig. Also ich meine, warum würde ich mit jemandem zusammen wollen, noch dazu mit ein anderes Geschlecht, wenn es nicht wirklich knallt? Ja, dann kann ich ja wirklich besser alleine sein. Also der Fortbewegung könnte man das vielleicht noch benutzen, oder Fortpflanzung wegen oder so, aber ich meine, also das habe ich ja schon lange abgelegt. Also insofern, ich will sagen, es gibt sicherlich eine ganze Menge Menschen, die Einfluss hatten, aber doch, wenn du mich so fragst, ganz eindeutig, die ich genannt habe, waren sehr entscheidend. Da könnte ich dann meinen Vater noch dazu sagen, weißt du, da könnte mein Großvater, war ein Knaller. Mein Großvater war ein richtig geiler Typ, der hatte über 30 Schreibmaschinen, die er selber entwickelt hat, nur damit er mit allen möglichen Digitals-Leuten auf der ganzen Welt schreiben konnte. Weil er konnte ja nicht, damals konntest du ja nicht in den verkommunizieren. Ja. Und dann hat der hatte eine Schokoladenfabrik, war Däne, und hat also genug Kohle gehabt und hat dann Schreibmaschinen entwickelt mit den Schriftzeichen aus Chinesen, was weiß ich, Indianer. Und hat denen da Briefe geschrieben und hat also Wurzeln da ausgetauscht und was weiß ich. Hatte das erste organische Restaurant in Hamburg. Geiler Typ. Ja, nicht schlecht. Ich habe schon eine ganze Menge andere Leute auch, aber du hast mich jetzt von meinen Emotionen gesagt, Cassius Clay war natürlich, Mohammed Ali war der absolute. Mohammed Ali, ja, den feiern wir ja alle. Ja. Ronald, dann danke erstmal. Bis zum nächsten Mal. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal zwei, dreimal wiederholen. Ach bitte, das würde mich sehr freuen. Wir werden dir in der Zeit gar nicht gerecht, weil es ist ja unglaublich. Die Leute, glaube ich, brauchen auch ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Genau. Weil ja, schauen Sie mal die Dokumentation. Wie du alles kennengelernt hast, was du alles in deinem Leben gemacht hast, wo du alles gereist bist und vor allem von deinem Lebenserfahrung können wir halt nur profitieren. Und es ist ein Gewinn für uns. Würde mich freuen, wenn das so wäre, ja. Würde mich sehr freuen. Ist also auf ich jeden würde Fall mal sagen, so. In dem Ganzen, was wir heute hatten, war sehr viel Spaß für mich. Vielleicht ein entscheidender Punkt ist, dass ich am Schluss mitbringe, dass die Leute wirklich an sich selber glauben und an das Gute glauben und ihr eigenes Ding machen und nicht Schule, Uni, das, dies und jenes, was weiß ich, alles okay, aber alles eingeschränkt. Also nicht dieser vorgegebene Weg, der immer eingetrichtert wird. Nicht verzweifeln, wenn es nicht so läuft. Genau.
Super. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Sinne, das letzte Wort gebe ich meinem Partner Zakaria. Danke dir. War auf jeden Fall sehr schön, dich kennengelernt zu haben. Ich bin selber sehr überrascht, diese Namen, die gefallen sind und diese Geschichten auf jeden Fall. Ja, und in diesem Sinne, dann verabschieden wir uns von unserer Community. Wer den, genau. Wer eine Frage auch an dich hat, der kann das gerne auch bitte in die Kommentare schreiben. Dann können wir dir nächstes Mal diese Fragen stellen. Genau. Und mal die vielleicht ein paar Chapter mal anschauen. Genau, das Buch bestellen, kann man bei Amazon bestellen. Alle draufgehen, wir werden das verlinken. Könnt ihr bestellen. Wir werden zwei Bücher, wird Ronald gleich signieren. Die werden wir verlosen unter den Kommentaren. Wie das Spiel läuft. So sagen, zu dem wie Buch. Läuft das Spiel, Zakaria? Also ich will nur sagen, zu dem Buch. Du hast schon ein bisschen eingestudiert jetzt. Nee, bei YouTube. Wie läuft das bei YouTube? Ah ja, und abonnieren, liken, teilen. Und ihr wisst Bescheid, kommentieren, damit der Algorithmus, ne, das... Genau, und dann werden wir unter euch diese zwei handsignierten Bücher verlosen.